Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten, die irgendwas mit Wikipedia zu tun haben. Heute geht es um die Wikimania 2017. Die hat in Montreal, Kanada stattgefunden. Ich war da als normaler, sage ich mal, Wikipedia-Benutzer, habe ein paar Podcasts aufgenommen und mir Vorträge angehört und jetzt habe ich mir wieder ein paar Leute eingeladen, um über die Wikimania zu sprechen. Stellt euch doch mal vor. Mein Name ist Sago, ich bin seit guten 10 Jahren bei der Wikipedia aktiv, da vor allen Dingen Autor und pflege die Bereiche, für die ich mich so interessiere, bin seit einigen Jahren auch Admin und Oversight. Auf der Wikimania war ich wie du als normaler Wikipedia-Benutzer und dank des Stipendiums von Wikimedia Deutschland war das auch möglich. Das war meine erste Wikimania. Hallo, ich heiße Lukas Metzger, ich lebe in Hamburg und arbeite als Rechtsanwalt da. Unter dem Benutzernamen Gnome bin ich seit 2005 Wikipedianer und schreibe vor allem über Jura und über Musik, ist mein anderes Hobby. Außerdem bin ich seit 2,5 Jahren Mitglied im Präsidium von Wikimedia Deutschland, also im ehrenamtlichen Aufsichtsgremium des Vereins. Und das war meine 4. Wikimania in Folge nach London, Mexiko und Esinulario. Ich bin Isabel. Auf der Wikipedia bin ich unter dem Benutzernamen Freddy2001 aktiv. Dies war jetzt meine 2. Wikimania nach Esinulario im letzten Jahr. Und ich bin Jung-Wikipedianerin. Ich bin im Schiedsgericht der deutschsprachigen Wikipedia aktiv und viel auf Commons aktiv und fotografiere und allgemein für die Bebilderung der Wikipedia aktiv. Okay, dann machen wir auch gleich mit dir weiter. Und zwar, was ist deine Meinung zur Wikimania? Also wie gefällt dir das Gesamtkonzept? Warum sollte man teilnehmen? Was war toll und was könnte man verbessern? Ja, also ich fand die Konferenz ziemlich gut. Sie war ja ziemlich anders als im vergangenen Jahr. Jetzt hatte ich ja halt den direkten Vergleich zu Esinulario. Also ich fand jetzt nicht mehr, dass es so gut war mit dem Konferenzhotel, sondern im letzten Jahr hat mir das viel besser gefallen, dass es halt in einem Dorf war. Allerdings hier fand ich jetzt, konnte man viel produktiver an verschiedenen Themen mit Leuten eben, die nicht nur aus der deutschsprachigen Wikipedia, die man zum Beispiel auf der Wikicon trifft, sondern eben international von allen Sprachversionen, von allen Projekten sich austauschen und zusammen an gemeinsamen Projekten arbeiten. Ich fand gut, dass halt die ganze Konferenz relativ eng jetzt auch zusammen war, so dass man halt immer wieder Leute halt wieder getroffen hat und auch dass man halt auf der einen Seite halt diesen Hacking-Bereich hatte, auf der anderen Seite eben die ganzen Talks und sonstigen Veranstaltungen. Okay, Isabel, vielen Dank. Ich sehe gerade, dass wir noch einen Gast dazugekriegt haben. Hallo Daniel. Hallo. Ja, stell dich doch mal vor. Wer bist du und wie bist du zur Wikimania gekommen? Gut, ich bin also ein Biophysiker, arbeite an der Universität von Virginia und bin zur Wikimania gekommen, so rein logistisch mit dem Zug von New York. Und inhaltlich, weil ich seit über 10 Jahren bei Wikimedia dabei bin, in letzter Zeit im Wesentlichen bei Wikidata, aber auch auf Commons und auf verschiedenen Wikipedien und Wikifos. Mein Schwerpunkt ist an der Schnittstelle zu Wissenschaft. War das der Wikitrain, mit dem du gefahren bist? Ich bin leider einen Tag eher gefahren, weil ich an dem Tag, wo der Wikitrain war, noch wichtige Termine hatte, die ich halt nicht verschieben konnte. Dann Isabel hat gerade zum Gesamtkonzept der Wikimania was gesagt. Lukas, sag mal du was. Ja, aus meiner Sicht ist die Wikimania super wichtig, weil wir einfach eine internationale Gemeinschaft sind. Und es ist auch ganz wichtig, sich mal wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und sich auszutauschen und auch mal damit wirklich
direkt konfrontiert zu werden, was für unterschiedliche Leute damit machen, was für unterschiedliche Projekte es gibt, aus was für unterschiedlichen Motivationen und Hintergründen die Leute kommen. Und aber auch mal, um sich mal hinzusetzen und mal eine Sache wirklich zu besprechen. So vielleicht ein bisschen wie eben bei einem Stammtisch. Und deswegen ist die Wikimania ganz wichtig. Es gab ja mal Überlegungen, irgendwie die Wikimania, den Turnus der Wikimania von jährlich auf zweijährlich oder so abzuändern, und da gab es einen großen Aufstand, und ich kann das gut, sehr gut verstehen. Ich denke, das ist für so eine Bewegung wie uns ganz wichtig. Und dieses Jahr, das wurde ja in der letzten Episode zur Wikimania schon besprochen, war es nach der tollen Erfahrung in diesem Bergdorf Esinulario in Norditalien, hoch über dem Comer See, da war es ja fast schon wieder traurig, in so einem anonymen und dunklen Konferenzhotel zu sein in Montreal, obwohl es zugegebenermaßen natürlich auch total schick war, da zu sein, und natürlich auch die Wege super kurz war und der Service und der Ablauf natürlich super bequem war. Und deswegen war das jetzt halt mal wieder so eine klassische große Konferenz in so einem großen Konferenzhotel, aber eben haben wir auch schon gehört, nächstes Jahr in Kapstadt wird vielleicht wieder ein bisschen anders dann da auf dem Berg in der Universität. Mal schauen. Und der immer was, wie man es macht, immer hat man irgendwas zu meckern. Zum Beispiel dieses Jahr haben natürlich wir Europäer wieder unter den Temperaturen einer nordamerikanischen Klimaanlage gelitten, aber so ist das halt. Da kann man sich eine Mütze aufsetzen. In Mexiko waren wir ja auch in so einem Hotelkomplex. Da war es mir sogar so, dass ich am dritten Tag bewusst Vorträge habe ausfallen lassen, um mal in die Sonne zu kommen. Also da war, während hier eine große Glasfront wenigstens war, sodass man ein bisschen Sonnenschein gesehen hat. Also es ist wirklich schwierig. Esinulario war ja nun wirklich ein Outdoor-Event. Man ist ständig zwischen unter freiem Himmel zwischen den Gebäuden hin und her gelaufen, aber nur den ganzen Tag dann in diesem einen Gebäude zu bleiben. Ja, genau. Habe ich genauso wie du auch die Gelegenheit genutzt und bin einen Nachmittag auch mit Plani, einem österreichischen Wikipedianer, mal auf diesen Mont Royal gestiegen, und wir haben dort die Sonne und die Aussicht genossen und sind durch den Wald gestiefelt. Da, das war auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, sag du mal deine Meinung zur Wikimania. Ich möchte stützen, was Lukas gesagt hat, dass es wichtig ist, dass man real zusammenkommt. Und da habe ich natürlich auch ein Zitat bei diesem Eröffnungstalk mit Jimmy Wales und Gabriella Coleman, die ja Professorin ist. Sie hat und Aktivistin lange Jahre, sie hat berichtet von Indymedia und meint, dass ein Grund für den Niedergang darin läge, dass das rein virtuell immer gewesen sei, dass die Leute sich nicht getroffen haben. Und ich habe ja auch schon 2010 mit Skillshare haben wir das ja begonnen, dass wir zum ersten Mal so eine größere Sache im deutschsprachigen Raum machen, wo ja auch 200-300 Leute gekommen sind und das ja mit der WikiCon fortgeführt wird. Auch die ganzen Stammtische, die es so gibt, das Regionale. Also wir sind da sehr privilegiert im deutschsprachigen Raum, dass wir alle nah beieinander wohnen. Und das ist ein bisschen schwieriger im internationalen Zusammenhang, aber für sowas ist die Wikimania sehr essentiell, glaube ich. Vor allen Dingen auch dafür, um diese ganzen Einstellungen, die Leute zu haben. Also nicht nur, was sie real tun, sondern auch, welche Einstellungen sie haben. Und da war es für mich ganz erfrischend zu sehen, dass halt solche Sachen wie Sci-Hub oder Bastel, also diese ganzen Leute, die entweder Commons-Aktivistin sind oder versuchen auch illegal Inhalte zu befreien, dass die zu diesem Universum dazugehören, das halt eben mit so einem Movement verstanden wird. Weil vorher war mir das nicht ganz klar, was soll das mit diesem Movement. Ich habe mir die kleine deutschsprachige Community angeschaut, die kaum über den Tellerrand blickt, wo viele sagen, ich will nur meine Artikel schreiben. Und dann mal zu sehen, dass es Leute gibt, die sich wirklich sozusagen als Demokraten fühlen oder als Leute, die die Gesellschaft voranbringen, das hat mir dann erst die Augen eröffnet, wieso das überhaupt so selbstverständlich ist für manche Leute, Teil einer Bewegung zu sein. Nämlich der Bewegung, die sozusagen die Gesellschaft voranbringt durch viele Inhalte, durch freie Bildung, durch digitale Menschenrechte und die ganzen Sachen, die da halt eben präsentiert worden sind. Interessant, dass du das sagst. Das klingt so, als ob es in Deutschland und der Community, in der Wikipedia-Community kaum Berührungspunkte zur Bewegung an sich gäbe.
Also es gibt meiner Meinung nach nicht viele. Also wir haben jetzt auch, wenn du dir anschaust, was auf den Wikicons gelaufen ist oder so, da hat das nicht viel eigentlich mit Bürgerrechten zu tun. Es hat manchmal damit zu tun, dass öffentliche Daten befreit werden sollen. Das eine war auf der Wikicon, wo man sein Wahllokal auf Google Maps finden soll, aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt als eine gesellschaftliche Fortentwicklung. Also da ist Sci-Hub oder sowas eine komplett andere Nummer. Lukas, was meinst du? Du bist ja im Präsidium und begleitest jetzt auch den Prozess der Strategiefindung. Ich habe den Eindruck, dass die Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland mehr mit der Bewegung zu tun hat als die Communities. Ja, ich denke, der Eindruck ist da richtig und Wikimedia Deutschland beschäftigt ja sogar quasi einen Außenminister oder beschäftigt sogar Leute, die sich eben mit dieser ganzen internationalen Dingen beschäftigen. Und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil Wikimedia Deutschland ja mit Abstand die größte nationale Länderorganisation ist und damit auch so ein bisschen, finde ich, auch so ein bisschen Verantwortung trägt für diese Vernetzung, an dieser Vernetzung irgendwie teilzuhaben und die mitzugestalten. Aber ich möchte auch Sago bestätigen darin, dass man in der deutschsprachigen Wikipedia-Community manchmal hört, so, ja, nee, wir schreiben Artikel eigentlich nur aus purem Spaß an der Freude oder aus purer Begeisterung für das Thema. Ich schreibe, zum Beispiel schreibt jemand Artikel über Züge, weil er Züge gut findet, oder er schreibt Artikel über Hunde, weil er Hunde toll findet und nicht, weil er die Welt zu einem besseren Ort machen möchte oder sie. Das ist bei manchen Wikipedianern ganz anders. Ich zum Beispiel, bei mir ist ganz, ganz, ganz fest verankert, dass ich bei der Wikipedia mitmache, weil ich glaube, dass ich so den Planeten retten kann. Aber das ist ja völlig okay, dass manche Leute das aus dieser Motivation machen und andere Leute aus einer anderen. Danke. Aber, Entschuldigung, muss ich ganz kurz anschließen, weil du den Strategieprozess erwähnt hattest. Der stellt natürlich genau diese Frage so, warum machen wir das? Weil wenn wir wissen, warum wir etwas machen, dann wissen wir auch sozusagen, wohin vielleicht die Reise geht. Und der Strategieprozess beantworte diese Frage gleich so ein bisschen hin zum Politischen, wenn man so will. Okay, Daniel, wie ist deine Meinung zur Wikimania? Wie gefällt dir das Gesamtkonzept? Warum sollte jemand teilnehmen? Was ist toll an der Wikimania und was könnte man verbessern? Da kann ich leider nur echoen, was die anderen gesagt haben. Normalerweise mache ich das nicht, aber hier finde ich es wichtig. Also die Wikimanias, die ich mitgekriegt habe, es sind jetzt 6, glaube ich, mittlerweile. Letztes Jahr habe ich verpasst. Wow. Die waren alle ziemlich bereichernd für mich, obwohl ich hier und da immer wieder, also es ist für mich üblicherweise nicht die einzige Wiki-Veranstaltung, die ich im Jahr besuche. Und trotzdem, also den Hackathon finde ich immer sehr bereichernd, weil man da wirklich, wenn man ein Problem hat, ruft man im Wesentlichen im Raum rum oder nutzt den Backchannel und dann ist der Mensch, der das Problem lösen kann, im Raum, latscht zu dir rüber und dann kannst du dich mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist erstmal sehr schön, das hatten wir beim Wikimedia Hackathon auch. Programmmäßig einfach sehr viel los. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass wirklich alle Leute da sind. Das Programm, dadurch, dass so viel parallel läuft, irgendwie 8 oder 10 Sessions parallel, das heißt, das meiste verpasst man, selbst wenn man da ist. Und das ist schade. Das ist ein bisschen abgefedert in den Fällen, wo die Sachen aufgenommen werden. Aber das war jetzt zum Beispiel in Montreal nicht so viel der Fall. Da waren nur die Plenary Sessions aufgenommen, von denen die meisten, finde ich, nicht so interessant waren. Und die interessanteste Plenary Session für mich war diejenige, wo man nicht aufnehmen durfte. Da hatte ich auch schon überlegt, einfach aus prinzipiellen Gründen nicht hinzugehen, wegen wenn man das nicht, wir sind eine freie Bewegung und sowas, wenn man da noch nicht mal Foto machen darf oder sowas, aber dann habe ich tatsächlich noch mal die Beschreibung von dem Talk durchgelesen, bin dann auch da geblieben, bin sehr froh, dass ich da geblieben bin. Das war einer der besten Vorträge überhaupt aus meiner Sicht. Und da teile ich deine Meinung. Ja. Und was mir nicht so gefällt, sind so erstens die Sachen, dass einfach zu viel parallel ist. Zweitens, dass vor allen Dingen auch in vor dem Hauptprogramm, die Sachen, die mich interessieren, sich alle stapeln. Also dieses Mal war das am zweiten Tag des Vorprogramms quasi, war der Hackathon, war der eine Tag von Medizin. Ich bin im Board von Wikimedia Medizin oder Wikimed Foundation heißt die offiziell.
Und es waren auch Wikiproject oder diese Education-Meetings. Das sind alles Sachen, wo ich mit beschäftigt bin, war alles parallel. Man kann sich halt schlecht zerschneiden. Ne? Und die Sache, einen davon mal hinten dran zu hängen, wäre auch nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel von dem Wikidata, die haben so einen extra Wikidata-Workshop am Montag danach noch gemacht, habe ich schon erst davon erfahren, als mein Plan für die Woche danach schon feststand. Der war übrigens auch interessant, nämlich eine Offline-Wikimedia-Hackathon, der halt dann auf der anderen Seite der Grenze in Potsdam, New York, organisiert wurde und eben als ausgenutzt hat, dass sehr viele Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, gerade da waren, quasi um die Ecke und dann noch eine Woche drangehangen haben, Dedicated Hackathon, der auch sehr, sagen wir mal, fruchtvoll war. Ne? Und das kannst du halt eben nur machen, weil die Leute sowieso schon in der Ecke sind. Sonst wäre dieses Ding auch nicht zustande gekommen. Also, ich fand es immer bereichernd und ich hoffe, dass ich auch hier und da andere Leute mit bereichert habe bei solchen Gelegenheiten. Wie ist denn, das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, die Dokumentation der Wikimania? Hat jemand anders sich da schon mal angeschaut, ob es da Videos gibt oder gab es Etherpads? Ja, es gab Etherpads, die waren aber leider in der Verantwortung der Session-Chairs oder sowas und da haben das einige gemacht, einige nicht. Ich habe es auch nur für einige meiner Sessions gemacht und die wurden auch unterschiedlich angenommen, weil das eben jeder unterschiedlich gemacht hat. Ich bin jetzt in die Organisation von anderen Konferenzen noch eingebunden und da gucken wir gerade, ob man die Etherpads nicht auch automatisch erstellen kann über ein Script, dass man da Session-Name und auch ein bisschen Session-Content schon reinschmeißt, sodass das alles einheitlich alles verwurstet ist und sich die einzelne Leute nicht mehr das alles einzeln zurechtbiegen müssen. Natürlich können sie immer noch, wenn sie wollen, ein anderes Medium verwenden. Aber ja, das war schon mal besser bei den Wikimanias. Und dadurch, dass auch kaum gefilmt wurde, war es diesmal ein bisschen schwierig, Dokumentation. Zumal viele Leute nach wie vor ihre Slides erst hinterher teilen, was ich immer noch schlecht finde. Ich möchte nur kurz einwerfen, ich habe die beste Erfahrung gemacht mit den Etherpads, wenn alle mitschreiben können oder mitschreiben sollen, dazu aufgefordert werden, weil es gibt immer 3, 4, 5 Leute mit dem Computer und wenn jeder ein bisschen macht, dann hat man zum Schluss ein ganz gutes Protokoll da. Genau, sehe ich genauso, ja. Aber diesmal haben es halt, die haben das so, also in einigen Sessions hat es auch tatsächlich geklappt, aber das muss halt der Sessionleiter oder derjenige, der den Vortrag halt irgendwie quasi ansagen. Das hat nicht jeder gemacht, vor allen Dingen, weil es in den ersten Sessions einfach nicht konsistent gemacht wurde. Und dann, wenn es da am Anfang nicht gemacht wird, dann verselbstständigt sich das und dann werden die Etherpads gar nicht so richtig als Kanal wahrgenommen. Leute dicken wieder und die Tweets sind natürlich hinterher dann schlecht, sagen wir mal, zusammenzubauen. Und so weiter. Ich fände es besser, wenn wir von Etherpads mehr Gebrauch machen würden. Und das hat in vergangenen Events nicht nur bei Wikimania, sondern auch bei der Wikimedia Conference oder ähnlichen Sachen ja oft ganz gut geklappt. Es gibt aber eine Übersichtsseite irgendwo, wo alle Sessions drauf sind, außer den Lightning Talks und die Pads und auch Slides so vorhanden verlinkt sind. Das ist aber, das habe ich mir vor ein paar Wochen das letzte Mal angeguckt, vor 2 Wochen, glaube ich. Und das war ungefähr ein Drittel oder so, hatte da was. Das heißt, ein Großteil der Sessions sind leider nicht wirklich gut dokumentiert bisher. Da sind wir auch bei einem Punkt, der mir auch aufgestoßen ist, und zwar, wie diese Konferenz nachwirkt oder nach draußen wirkt. Es ist ja nicht nur interessant, wenn sie passiert jetzt in dem Augenblick, sondern die Vorträge sollen ja auch weiterwirken. Das heißt, man muss auf jeden Fall die Vorträge haben und am besten noch Notizen. Ja, und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Wikimania in Montreal keinen Abdruck hinterlassen hat. Mag da jemand was zu sagen? Also ich fand, im letzten Jahr hatte das auch aufgrund der Umgebung, aufgrund, dass es halt eben draußen in diesem Dorf war, eine viel größere Wirkung als jetzt zum Beispiel in diesem Hotel, wo die jetzt war, wenn man quasi vor der Tür war, nichts mehr von dieser Konferenz übrig war. Es war einfach in diesem Hotel, während halt in diesem Bergdorf halt noch was für das Dorf übrig blieb,
da werden Sie sich wahrscheinlich heute noch an diese Konferenz erinnern und natürlich auch die Erinnerungen halt in der Region und eben von den Teilnehmenden viel mehr. Ich glaube, die Auswirkungen von so einer Konferenz, die kann man erst, glaube ich, erst so nach einem halben Jahr messen, weil ich merke jetzt, wie die Sommerpause zu Ende geht, wie die Leute aus den Ferien zurückkommen und wie sie jetzt teilweise so Projekte anlaufen, die aus der Wikimania entstanden sind. Der Signpost hat jetzt geschrieben, so Leute, lass mal nochmal einen Anlauf machen und sammeln, was entstanden ist. Ich selbst bin halt danach auch erstmal, musste noch ein bisschen arbeiten und bin danach in meinen Sommerurlaub dann noch gefahren und muss jetzt noch ein, zwei Sachen angehen, die angestoßen wurden auf der Wikimania. Ich würde sagen, das dauert noch ein bisschen, bis man das wirklich messen kann. Und aber natürlich hängt das auch von den Mitmachenden ab und von der Strukturierung von so einer Konferenz und davon auch natürlich, dass man den Leuten teilweise hinterherläuft und sagt, sag mal, du hast ja hier irgendwie eine Diskussion angestoßen, wie sind die weitergelaufen? Ja, mal gucken, wie also noch kann man da, glaube ich, noch kein Fazit richtig ziehen. Okay, dann würde ich als nächsten Programmpunkt vorschlagen, dass wir uns, Wortdoppelungen bei Wikipedia-Texten ist es ganz schlecht, nicht das Programm anschauen und so uns durch die, das so als Leitfaden nehmen, um über die Inhalte zu sprechen, die uns besonders gefallen haben oder was irgendwas bei uns bewirkt haben. Wer war denn bei einer der Vorkonferenzen? Daniel, du warst schon eher da, oder? Ich das ja, erzählt? Ich war beim Hackathon und bei dem Medizintag. Mhm. Und ja, der Hackathon war halt mehr oder weniger üblich. Erzähl doch mal kurz, was ein Hackathon ist und wie das läuft. Gut, ein Hackathon. Also es gibt ganz viele verschiedene Hackathons, aber im Wikimedia-Universum sind das letztendlich Events, wo sich Leute treffen, um gemeinsam technische Probleme zu lösen oder auch meinetwegen andere Probleme, aber wo nur eine technische Komponente ist. Und ich habe einfach bei der Registrierung am Tag zuvor den Magnus schon getroffen, mit dem ich sowieso viel interagiere, Magnus Manske. Und dann hatten wir relativ schnell auch uns geeinigt, dass wir ein paar Sachen zusammen probieren wollen beim Hackathon, das heißt im Wesentlichen, er schreibt die Software, weil ich nicht so gut im Codieren bin und er spricht quasi per PHP fließend und ich teste dann und mache Verbesserungsvorschläge und das hat sehr viel Spaß, es macht immer Spaß mit ihm zu arbeiten und dann sind natürlich noch viele andere Leute rundherum, die alle an ihren anderen Projekten arbeiten, von denen sich einige überschneiden. Das heißt, es kommt mal einer für ein paar Minuten oder auch für eine halbe Stunde oder so an den Tisch und diskutiert mal mit oder man geht selber mal ein bisschen rum und macht das Gleiche bei anderen Tischen. Finde ich sehr angenehm. Man kommt wirklich vorwärts. Man kann Sachen anstoßen oder auch abschließen oder auch sinnvoll weiterbringen. Okay, und das Zweite, was war das? Das war der Medizintag. Also Wiki Project Medicine auf der englischen Wikipedia ist sehr aktiv und versucht seit einigen Jahren in andere Sprachen und auch über die Wikipedia hinaus aktiv zu sein und hat diesmal erstmalig so eine Vorkonferenz gemacht, wie das andere Themen-Communities schon seit einer Weile machen. Da ging es letztendlich darum, was ist im letzten Jahr im Bereich Medizin passiert? Und was können wir noch machen? Wie können wir uns mit anderen Aktivitäten innerhalb des Movements und halt auch darüber hinaus verzahnen? Und da habe ich zum Beispiel einen Beitrag mitgebracht darüber, wie Wikimedia und die Disaster Response quasi sich besser verzahnen können. Denn ich war in die Zika Response involviert auf Arbeit quasi. Und auch Zika, dieser Virus, der halt 50 Jahre lang, seitdem er erstmalig entdeckt wurde, 50 Jahre lang in Afrika überall vorhanden war, selten ein Problem gemacht hat und dann aber plötzlich in Südamerika richtig zum Problem geworden ist. Und da hat natürlich die Krankheitsbilder, die da raus
sich ergeben, die sind in Wikipedia-Artikeln und so auch auf die Data also wiedergespiegelt. Und in Wikidata habe ich dann die Literatur dazu kuratiert, was eines der Modellprojekte von Wikisite geworden ist mittlerweile. Und ja, dann habe ich halt die medizinischen Aspekte davon ein bisschen vorgestellt. Und das war quasi ein Vorgucker für eine Session, die ich auf der Wikimania selber dann gemacht habe, wo es darum ging, wie können wir die Wikimania, die Wikimedia-Community mit anderen, sage ich jetzt mal, Katastrophen-Management-Communities wie Rotes Kreuz, Médecins Sans Frontières oder OpenStreetMap besser verzahnen. Und ja, andere Leute haben halt zum Beispiel berichtet, wie sie das Internet in the Box, also so quasi ein Offline-Router, der lokales Wi-Fi aufsetzen kann und darüber Keywigs, also Offline-Wikipedia und auch Offline-OpenStreetMap, ein paar andere medizinische Sachen noch surfen kann an ca. 20 Devices. Und das ist natürlich für erstmal Gegenden sinnvoll, die sowieso quasi kein Internet haben. Oder halt eben auch Gegenden, die gerade von irgendeinem Desaster betroffen sind und deswegen gerade kein Internet haben. Und es gibt auch noch Spezialanwendungen, zum Beispiel im Gefängnis, wo halt die Gefängnisleitung nicht möchte, dass die Leute frei surfen können und sich dann schöne Fluchtpläne aussuchen, sondern da stellen sie denen nur ein lokales Wi-Fi hin, wo genau bekannt ist, was da drauf ist und so weiter. Und dieses Internet in the Box ist halt in diversen Krankenhäusern in Guatemala und anderswo jetzt prototypisch mal getestet worden. Und ja, dann gab es noch diverse andere Projekte, also das Übersetzungsprojekt läuft noch weiter. Wir übersetzen halt Artikel von der englischen Wikipedia, die, also wenn sie dort eine gute Qualität haben, in andere Sprachen, die diese Übersetzung haben wollen. Da arbeiten wir zusammen mit Translators Without Borders und in ungefähr 100 Sprachen. Das war beim bei Ebola-Outbreak vor ein paar Jahren ziemlich wichtig, weil da die Wikipedia die Quelle gewesen ist, die den meisten Internetverkehr gehabt hat in der Sprache der Leute, die die Krankheit eigentlich hatten und auch die sie behandelt haben. Denn Weltgesundheitsorganisation und auch viele andere Organisationen haben zwar viele gute Informationen über Ebola-Virus zur Verfügung gestellt, aber eben nicht in den Sprachen der Leute vor Ort. Und da ist Wikipedia dann in die Bresche gesprungen. Und dieses Übersetzungsprojekt läuft halt nach wie vor weiter. Und dann gucken wir, wie wir das auch mit anderen Aktivitäten zusammenbringen können. Das ist jetzt mal kurz der Anriss dessen. Es gab noch diverse andere Vorträge, aber der Link ist jetzt hier im Chat. Ja. Ich war auf der Wikicon Nordamerika. Was, wie eine Wikimania eben nur lokal ist, da, oder wie auch vergleichbar mit der Wikicon in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern der Wikicon für den deutschsprachigen Raum, muss ich berichtigen, dass nämlich Leute eben Vorträge halten und das war ganz locker und entspannt und ging dann irgendwie nahtlos auch in die Wikimania über. Ich konnte auch meinen Vortrag halten mit dem Titel How to Podcast. Da waren auch ein paar Leute da und haben das auch ganz gutiert, hat ihnen gefallen. Okay, dann lasst uns zum Freitag springen. Ach so, okay. Naja, ich war nämlich auch noch woanders. Und zwar war ich auf den WM-Con, also auf dem, wo ihr wart, war ich auch, aber zusätzlich auf den WM-Con Follow-Up Days. Und da nur bei der Session, die Veronika Krämer und Raimund Liebert gegeben haben und wo es um den Volunteer-Support ging. Und das war natürlich ziemlich spannend, auf welchem Niveau sich heutzutage sozusagen Leute, die sich mit Freiwilligenförderung beschäftigen, Gedanken machen über intrinsische, extrinsische Motivation. Die hatten da so ein schönes Bild vorbereitet, also waren wirklich gut vorbereitet. Man hat auch gesehen, die beschäftigen sich auf einer anderen Ebene damit, mit dem, was die eigentlich tun und halt eben auch mit Demotivation durch Motivierung und den ganzen Sachen, die wir mal auf einer Wikipedia Academy hatten, wo das noch alles für die Foundation sozusagen ganz Neuland war und die dachten, oh, wie geht denn das, dass man wirklich Leute demotivieren kann, indem man versucht, sie zu motivieren. Und das fand ich schon ganz schick, auf welchem Stand die da heutzutage sind. Die Volunteer Supports, die auch ein Netzwerk gegründet haben und so. Also rein, da war ich sozusagen, wie sagt man das, Bienchen und Blümchen, also ich habe mir das nur angeschaut. Danke für den Bericht, Sago.
Dann jetzt aber wirklich mal zum Freitag und das ging los mit den Moose Town Dramas. Ich habe die nicht gesehen. Hat die jemand von euch gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Und? Ich mag Drumming und von daher fand ich das nicht schlecht so als Einleitung. Und ja, was ich mir noch wünschen würde, wäre mal ein bisschen eine tiefere, ein bisschen Erklärung von diesen ganzen Einleitungsmusiken immer. Das fand ich, hatten sie in Hongkong einigermaßen hingekriegt. Da gab es noch ein paar Worte dazu, aber hier haben die ihre Musik gemacht und dann ging es sofort nahtlos über zum eigentlichen Programm, fand ich ein bisschen schade. Und natürlich, wie sehr typisch, wurde gleich ein Wikipedia-Artikel oder ein Wikidata-Item über die Gruppe angelegt, die dann gleich wieder für zur Löschung vorgeschlagen wurde und so weiter. Das heißt, wir waren dann in der Eröffnung mit solchen Sachen beschäftigt, was ich ein bisschen schade fand. Aber sie haben einen Wikidata-Eintrag, da ist es offensichtlich leichter. Und das ist da steht First Nation Canadian Traditional Music Ensemble, also ein kanadisches eingeborenen Ensemble, das traditionelle Musik spielt. Lukas, du hast das nicht gesehen? Doch, ich habe es auch gesehen und ich bin natürlich für mehr Musik in allen Wiki-Projekten, auf allen Wiki-Veranstaltungen und war hin und weg vollkommen klar. Du hast ja was ganz Supergeiles gerade gemacht auf der Wikicon in Leipzig. So. Ja, genau, da haben wir gesungen, aber ja, natürlich nicht auf dem gesprochen. Niveau, auf dem hier gesungen wurde. Genau, gesprochen. Wir haben ein Stück für sprechend gesprochenen Chor vorgetragen. Toch von 1930, die Fuge aus der Geografie. Ich muss gleich jetzt nochmal hier niederknien. Moment. Super. Super, das war so klasse. Ach, wieder aufstehen. Da, vielen Dank. Auf jeden Fall mehr Musik. Mehr Musik, genau. Okay, dann es gab keine Keynote in dem Sinne, sondern ein Gespräch, Jimmy Wales in Conversation with Gabriella Coleman, moderated by Evan Prodromou, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der unter anderem Wikitravel gegründet hat. Möchte jemand sich dazu äußern? Da ist bei mir nicht besonders viel hängen geblieben, gab nicht besonders viel Neues, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, da war der Aufhänger so ein bisschen diese Diskussion Facts Matter, also ist es politisch, sich mit Wissen zu beschäftigen? Und die einen sagen, das kann doch nicht politisch sein, sich mit Wissen zu beschäftigen. Und die anderen sagen, ja, natürlich ist es ganz arg politisch, sich mit Wissen zu beschäftigen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger dafür. Ja, es ging natürlich auch um diese Post-Truth-World, wie die das gesagt haben. Das Zitat von Gabriel Coleman habe ich ja gleich am Anfang gebracht. Und dann natürlich nochmal das Beharren darauf, dass Wikipedia gegen jeden Bias irgendwie widerstehen sollte und man eine eigene Kultur der Verantwortlichkeit createn. Ne? Wie heißt createn auf Deutsch? To create an own Culture schaffen sollte, genau. Das war schon, also das Mantra wurde nochmal wiederholt, aber diesmal gibt es halt auch einen Hintergrund, weil wir sind ja nicht weit gewesen von dem Land, das Trump zum Präsidenten gewählt hat, wo Fake News und sowas natürlich ganz oben ist. Okay, dann lass uns weiter voranschreiten im Programm. Erster Slot ging um 11 Uhr los. Wer hat was gesehen? Isabel, warst du da schon wach zu der Zeit? Welcher Freitag. Wochentag war das denn jetzt? Freitag. Also der erste Tag der Hauptkonferenz. Ja, was hast du da gemacht? Moment. Ich schau mal eben in meine Notizen. Mhm. Jo. Genau, da war ja jetzt dann zuerst, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Eröffnung. Dann erstmal eine große Pause und dann ging es halt weiter eben mit den einzelnen in den einzelnen Räumen mit den einzelnen Talks. Und ich glaube, dort habe ich zuallererst mich erstmal so festgequatscht, dass ich dann noch nicht direkt in die Talks gegangen bin, sondern dann erst noch gewartet habe und mir dann den Talk zum Internetarchiv nach dem Mittagessen angeschaut habe. Ja, erzähl mal drüber.
Internetarchiv, das heißt ja direkt so, ne? Das Internetarchiv, nee, Archive.org ist das. Archive, ja, genau. Das ist, was ist das denn jetzt eigentlich? Es ist quasi, sie stellen einen Service bereit, der Internetseiten, so wie sie sind, abspeichern kann. Auch wenn jetzt mal eine Seite offline geht oder aus sonstigen Gründen nicht mehr zu erreichen ist, dass man sie eben, oder eine Information davon verschwindet, dass man sie eben nochmal zu einem früheren Zeitpunkt, so wie diese Information auf der Seite stand, anschauen kann. Was eben auch interessant ist, vor allem für die Wikipedia, wenn man dann zum Beispiel irgendwelche Einzelnachweise hat und die warum auch immer verschwinden, dass man dann auch wieder, dass diese Information nicht weg ist und immer noch für den Artikel verwendbar ist, indem man eben auf dieses Archiv zugreift. Und in diesem Talk ging es auch darüber, dass halt die Ziele ähnlich zu dem Wikipedia sind, eben um das Wissen zu archivieren, um das Wissen zu sammeln und eben wie man eben die Zusammenarbeit weiter ausgestalten könnte. Und dass man auch so zum Beispiel alle Links, die es in der Wikipedia gibt, dort in einem Archiv, so wie es sie jetzt gibt, erstmal eintragen kann, so dass alle Einzelnachweise, die es in der Wikipedia gibt, dort auch abrufbar sind, falls die Seiten, die in der Wikipedia verlinkt sind, nicht mehr abrufbar sein sollten. Es war ein relativ interessanter Talk, fand ich. Mhm. Hast du noch andere Talks danach gehört oder gesehen? Ja, danach war ich bei dem Talk von Plani, der halt Wikipedian in Residence beim Gerichtshof ist und eben dort von seiner Tätigkeit erzählt hat. Was ich zwar für meine Arbeit jetzt in der Wikipedia jetzt nicht besonders, was da jetzt besonders nicht, fange ich nochmal neu an, was eben keinen besonderen Einfluss auf meine Arbeit in der Wikipedia hatte, aber ich mal ganz interessant fand zu sehen, was er so macht und dass man halt wirklich sich auch eben dort mit der Wikipedia beschäftigen kann und was dort seine Schwierigkeiten und Probleme sind in der für eben seine Arbeit in der Wikipedia. Genau, den Thomas Planinger hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Das kann man sich gerne nochmal anhören. Da erzählt er auch so ein bisschen drüber. Das ich möchte noch ganz kurz anmerken zu der Geschichte über das Internet Archive. Ich habe mich nämlich auch noch mit dem Oberarchivar, der da war, auch unterhalten. Der hat nämlich gerade in Deutschland das Problem, dass um so eine Website zu archivieren, er ja auf seinem Server eine Kopie dieser Website anlegen muss. Und da ist eben die Frage, ja, ist das überhaupt legal oder ist das nicht ein Urheberrechtsverstoß? Ah, genau, und da blockieren gerade die Deutschen in Deutschland, in der deutschsprachigen Wikipedia, so ein bisschen die Vernetzung zwischen dem Internetarchiv und der Wikipedia mit dem Argument, das sei doch alles illegal und urheberrechtsverletzend. Das ist eine sehr spannende Diskussion, die momentan noch am Laufen ist. Und Lukas, wo warst du? In welchen Vorträgen warst du noch? Ich muss zugeben, ich habe mir da genauso wie Freddy so eine kleine Liste gemacht, aber ich habe die leider nicht sortiert. Das ist so ein bisschen doof. Ich war am Freitag gleich als erstes, nämlich in einer Strategiediskussion, weil natürlich ich auch als Vertreter von Wikimedia Deutschland an der Wikimedia teilgenommen habe und deswegen ganz, ganz viel mich mit der Strategie beschäftigt habe, weil eben in der Woche vor der Wikimania wurde der erste Entwurf veröffentlicht. Ja, und das Tolle ist, dass wirklich die ganzen Sachen, die wir dort eingebracht haben, dann tatsächlich auch wirklich beachtet wurden und eingeflossen sind in einen neuen Entwurf, der jetzt gerade wieder veröffentlicht wurde und jetzt gerade wieder online in der Diskussion sich befindet und wieder verändert wird. Das ist ganz toll, weil eigentlich hieß es, bald schon nach der Wikimania wird der endgültige Text beschlossen, also oder veröffentlicht und kann dann angenommen werden von den Länderorganisationen und von den Communities, aber das ist eben noch nicht so weit, da geht die Diskussion gerade noch weiter, weil wir auf der Wikimania offenbar doch grundsätzliche Bedenken oder sagen wir mal, ja doch grundsätzliche Bedenken an diesem Text so mit angemeldet haben, dass wir aus Deutschland fanden, insbesondere, dass der Text zu unpräzise war, dass er zu viele Metaphern enthielt und viele aus anderen Kulturkreisen haben aber dann gesagt, nee,
wieso, wir wollen doch Metaphern, wir wollen es doch farbig ausdrücken, damit quasi wir so ein bisschen auch ein Gefühl mit dem Text mitbringen. Das war natürlich dann super spannend, solche Diskussionen zu führen. Okay, Daniel, du hast auf deiner Benutzerseite, auf der Wikimedia-Webseite aufgelistet, wo du warst. Ich tue mal ganz dumm, wo warst du? Habe ich nicht aufgelistet, wo ich war, sondern wo ich hingehen will. Ah. Das hat nicht in jedem Fall gepasst und ich habe das an ein, zwei Stellen auch schon quasi korrigiert. Zum Beispiel, Freitag ein gutes Beispiel. Ich habe angefangen um 11 mit einer Session Wiki in Residence Birds. Ich war ja mal selber Wikimedia in Residence on Open Science. Da waren in dem Raum jetzt irgendwie 30 Leute, die Wikimedia in Residence sind, gerade irgendwo, da es kürzlich waren. Und das war schon interessant, vor allen Dingen. So viele? Echt? Ja, na, es gab ja schon über 200 oder so. Ich habe gerade keine Ahnung davon, das ist ja super. Ja, und die waren halt vor Ort. Das ist so viele hast du auch selten auf einmal offen. Das erste Treffen, was ich mal mit verschiedenen Wikimedians in Residence hatte, da waren wir, glaube ich, 5 oder so. Und hier, was mir besonders gefallen hat, war, dass halt es schon mehrere Interaktionen mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und so gab. Und dass die Leute sich dann auch ausgetauscht haben und so war gut. Die Diskussion war halt so gut, dass sie auch in die weiteren Sessions hineinging, die ich dann eigentlich noch vorhatte zu besuchen. Denn der Raum, wo die Session war, war dann halt noch frei und so weiter. Und dann bin ich da halt geblieben. Um 12 musste ich quasi auf Arbeit, habe ich mein Labormeeting gehabt. Da habe ich die sehr interessante Session zur Some of Old Paintings leider verpasst. Danach war das Meetup der Librarians quasi übers Mittag. Das war auch recht interessant. Ich bin zwar kein Bibliothekar, aber ich habe halt mal für eine Bibliothek gearbeitet, 2 Jahre, die National Library of Medicine in den USA. Und bin halt auch in Wikisite verwickelt, was letztendlich auch Bibliotheksarbeit ist. Und natürlich Referenzen sind ja immer wichtig. Und da war es interessant, der Raum war auch voll. Da waren mehr als 30 Leute, sage ich jetzt mal. Ob die nun alle Bibliothekare waren, weiß ich nicht, aber Bibliothekare waren sehr sichtbar auf dieser Wikimedia, würde ich sagen. Dann 14 Uhr war ich auf so einer Session, wo es darum ging, die Wissenschaftler besser einzubeziehen in Wikimedia-Projekte. Da haben sie ein paar schöne Beispiele aus der Ukraine vorgestellt, wo das relativ gut geklappt hat, vor allem über Fotocontests. Es gibt ja schon seit einer Weile diesen Wissenschaftsbild-Contest, der ursprünglich aus Island kommt und in den letzten Jahren immer mehr Länder erreicht hat. Deutschland hat sich noch nicht so richtig mit beteiligt, aber in Osteuropa funktioniert es ganz gut. Und das haben die gesagt, das ist eine gute Variante, die Wissenschaftler einzubeziehen, denn die meisten Wissenschaftler, das trifft auf mich auch zu, die haben halt irgendwo Bilder rumliegen sowieso, die für Wikimedia relevant sind. Und die meisten laden die eben nicht hoch auf Commons, aber hier haben sie mal einen Rahmen geschaffen, in dem sie das eben doch hochladen und dann auf der Basis haben sie sich auch mit einigen Wissenschaftlern weiter, vernetzt und so weiter und gibt es jetzt weitere Aktionen, die darauf aufbauen. Dann war ich auch beim Internetarchiv, das kannte ich schon ein bisschen, weil der gleiche Mensch, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, auch bei Wikisite schon mal. Wikidata und Infoboxes war auch eine Session, die lief dazu parallel, da bin ich ein bisschen reingegangen. Je nachdem, wie das halt ging, das war das Schöne, dass die 3 Stunden lang ging und das meiste davon kannte ich schon, aber die Leute dann mal auch live interagieren zu sehen und die Live-Demo von der baskischen Wikipedia hat die Leute im Raum ziemlich beeindruckt. Inwiefern? Ich habe nun den Großteil der Demo leider verpasst, aber was ich mitgekriegt habe, ist, die haben nicht einfach nur eine Infobox, Infobox Käse oder sowas, sondern eine Infobox, letztendlich ein Template, da schmeißt du nur rein Infobox und der holt sich dann von Wikidata quasi, was das Ding gerade ist, der Artikel, wo du dieses Template reingeschmissen hast, dann lädt der das entsprechende Template und
populiert daraus, oder wie sagt man, befüllt daraus die Infobox dann. Das heißt, du kannst letztendlich auf jeder Seite der baskischen Wikipedia für diesen Mechanismus implementiert haben, einfach nur Infobox reinschmeißen und dann weißt du, ob das ein Käse ist oder eine Stadt oder ein Fußballverein oder irgendwie sowas. Na? Das holt er sich alles von Wikidata. Das finde ich schon sehr spannend. Diese Integration zwischen Wikidata und anderen Plattformen geht ja nun, ja, sagen wir mal, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit voran, manchmal auch nicht so richtig voran. Aber gerade die kleinen, sogenannten kleinen Sprachen sind da sehr aktiv. Die sehen das als positiv, als was Neues, Gutes, mit dem sie auch aktiv arbeiten. Und da haben die halt viel Arbeit reingesteckt in der baskischen Wikipedia. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Wikipedien, Russisch, Katalanisch und Französisch auch. Und noch ein paar andere, aber die großen Wikipedien sind alle noch ein bisschen, sagen wir mal, zögerlich beim ausführlichen Einsatz von Infoboxen, die aus Wikidata befüllt werden. Und auch für Sachen wie, dass man Referenzen dann in der Infobox hat und so, auch aus Wikidata geliefert und so. Auch dafür gibt es erste Ansätze, da gibt es natürlich noch einige technische Probleme. Aber das war sehr, auch der Raum war wieder voll. Das war eine generelle Beobachtung. Eigentlich alles, was es an Sessions gab, die irgendwie mit Wikidata zu tun haben, die war immer voll. Man hat, wenn man so wie ich zwischen den Sessions hin und her gehüpft ist, eigentlich nie einen Sitzplatz gekriegt. Das war neu. Bei den anderen Wikimanias davor war eigentlich Wikidata hat man immer Sitzplätze gekriegt. So, und wo war ich dann noch? Dann Lightning Talks, ja. Lightning Talks, ich war quasi in fast jeder Lightning Talk Session, weil ich auch vier Lightning Talks selber hatte. Dann kamen die Meetups. Achso, ja, Keynote, Katrin Mayer und Christoph Enner, weiß ich nicht, weiß von dem kannte ich schon, weil das auch wieder über die Mailinglisten und Signposts und so schon kam, fand ich die Keynotes, wie gesagt, dieses Jahr irgendwie nicht so toll. Diese Meetups dann, da habe ich eins organisiert, wie man thematische und, sagen wir mal, location-based Organizations besser verlinken kann. Also sowas wie Wikimedia Deutschland, gibt Wikimedia Österreich, Wikimedia New York und so, die gibt es ja alle. Aber ich bin halt bei Wikimedia Medizin aktiv zum Beispiel. Und das ist natürlich eine globale Community, die können sich also nicht einfach mal für einen Stammtisch treffen. Und die Verlinkung zwischen den thematischen und den, location-based, die war Thema von dem Meetup. Da sind nicht viele Leute gekommen, wir waren, glaube ich, fünf oder so oder sechs. Aber dafür haben wir uns intensiv ausgetauscht und das war dann auch nicht schlecht. Danach gab es das Meetup von den CEE, also Central and Eastern Europe. Das fand ich sehr disorganisiert, das habe ich schon besser erlebt. Das war dann so mein Tag. Sago, was hast du denn gemacht? Du fehlst jetzt noch was. Der liebe Daniel hat gerade die Meetups erwähnt und das ist vielleicht ganz wichtig für die, die nochmal zu den Wikimanians fahren wollen. Die sind nicht im Programm abgedruckt und das sind dann praktisch immer Treffen von Leuten, die was Ähnliches tun oder ein gemeinsames Interesse haben. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass für Stewards, Oversights und so weiter es auch ein Meetup gab. Der Hex hat mich da noch kurzfristig eingeladen, aber das habe ich erst viel zu spät mitbekommen. Und sowas ist dann ganz gut, wenn man das vorher weiß. Also Meetups sind dann Sachen, die abends stattfinden und die dann auch autonom eigentlich organisiert sind. Auch wenn ich Daniel richtig verstanden habe, wenn er sagt, schlecht organisiert, dann heißt es ja, das hat jemand selbst gemacht. Freitag. Vormittag, also ich habe eigentlich auch alles auf meinem Blog schön hingeschrieben, wo ich so war, weil es alles ziemlich interessant war. Angefangen habe ich am Freitag mit den Metriken zu den Lesern und die Zahlen allein, die kann man sich auch alle runterladen, die sind ja alle veröffentlicht. Interessant wurde es dann in der Diskussion, weil tatsächlich es Leute gab, die gefragt haben, sag mal, wie ist das denn, kann man eigentlich auch feststellen, wenn irgendwo Zensur ist und so weiter, wenn die Seiten abgeschaltet werden, China und Türkei und so weiter und so fort. Das wurde alles von Tibaya WMF affirmativ beantwortet, aber natürlich hat die Wikimedia Foundation viel mehr Zahlen, als sie veröffentlichen wollte. Also es sind viel mehr Sachen auf den Servern drauf, die halt eben
aus Datenschutzgründen, aus Digital Rights Gründen eben nicht veröffentlicht werden. Und da wurde die Diskussion natürlich ziemlich spannend. Also es war überhaupt keine kontroverse Diskussion, sondern alle sagten, ja, ja, ist klar. Also vorne sagte man, ist klar, wir wollen irgendwie gegen Zensur arbeiten. Im Publikum sagte man, ja, ja, ist klar, wir wollen nicht über jeden einzelnen Nutzer alles wissen. Das war also ziemlich spannend. Das nächste war dann, was ich wirklich unglaublich wichtig finde, ist dieses, wie hieß das denn? Das hieß, muss ich jetzt alles wieder hoch und runter scrollen, Centering Knowledge from the, warte mal, das muss ich mal gerade finden, Centering Knowledge from the Margins, also von außen sozusagen, das Wissen anfüllen, und hier ist der Bias. Es ist immer unglaublich schwer, Bias, dafür gibt es auch kein deutsches Wort. Schlag, einen gewissen Schlag, den es immer gibt in Artikeln. Und da zu sagen, dass es immer wichtig ist, wer schreibt, weil jeder von uns hat halt eben seine ganz bestimmte Perspektive und die fließt in den Artikel rein, ohne dass wir das wollen. Da können wir überhaupt nichts dagegen tun. Es ist deswegen unglaublich wichtig, dass es halt eine Diversität gibt in der Autorenschaft. Und ein Beispiel waren halt eben hier die Native Americans, die halt gesagt haben, bevor sie angefangen haben, im Wikipedia-Artikel zu Kalifornien zu schreiben, da fing das halt an mit der Besiedlung. Also vorher gab es Kalifornien überhaupt nicht. Dabei gibt es da eine viel, viel längere Geschichte. Also Kalifornien ist westlich und aus China besiedelt erst seit ein paar hundert Jahren. Aber es gibt halt eine 10.000-jährige Geschichte der Besiedlung davor. Und das ist erst reingebracht worden durch die Native Americans selbst. Später war ich dann auch bei dem, was Daniel schon beschrieben hat, mit diesen Lightning Talks, und da habe ich halt eben über meinen Blog in meinem Blog geschrieben, deswegen muss ich das jetzt hier nicht noch größer ausführen. Okay, dann die Abschlussveranstaltung sozusagen war ein Gespräch von Catherine Maher und Christoph Henner. Catherine Maher ist die Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation und Christoph Henner ist aus Frankreich und der ist Vorsitzender des Boards der Foundation. Ich weiß nicht, ob Vorsitzender das richtige Wort ist. Der große Vorsitzende, in dem Fall ein mittelgroßer Vorsitzender. Und sie sprachen zum Thema Wikimedia in 2030. Da ging es um den Strategieprozess. Bevor ich mich jetzt erbost über diesen Vortrag äußere, möchte ich gerne andere zum Wort kommen lassen. Lukas zum Beispiel. Ja, ich habe schon gehört, dass dieser Vortrag natürlich irgendwie vor großer Runde war und dass viele Erwartungen in den Vortrag gesteckt werden, aber da wir ja noch keine Strategie haben, konnten die auch noch nicht so richtig vorstellen, weil sie sagten, ja, der erste Entwurf ist online. Aber was vielleicht in diesem Vortrag nicht ausdrücklich zur Sprache kam, aber zwischen den Zeilen deutlich wurde, ist, dass so ein Strategieprozess neben dem natürlich vorgegebene Ziel, wir wollen eine Strategie erarbeiten, noch eine zweite Rolle hat, eine zweite Aufgabe, einen zweiten Zweck, nämlich, dass sich eben alle mal an den Tisch setzen und darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen wollen, wer wir sind. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Strategieprozess tatsächlich diese Aufgabe auch bisher miterfüllt hat und dass das auch deutlich wurde in diesem Talk, weil eben furchtbar viele Leute daran teilgenommen haben, an diesen Diskussionen, wenn auch teilweise diese Diskussionen sehr, sehr kontrovers waren, die Leute eben überhaupt nicht einer Meinung waren, aber dass wir wirklich mal groß angelegt Diskussionen geführt haben auf vielen Kontinenten, Menschen mit Wikipedia-Erfahrung, ohne Wikipedia-Erfahrung und so weiter. Und das ist vielleicht auch was ganz Besonderes an diesem Strategieprozess, dass das hier deutlich wurde. Sago, was meinst du? Ich war bei diesem Talk nicht, den habe ich mir nicht angehört. Nee. Ja, wie man, Daniel oder Isabel, wollt ihr was dazu sagen? Ich habe ja vorhin schon, also hat man nichts verpasst mit dem Ding, würde ich sagen. Dazu muss ich sagen, ich war bei der Wikimedia Conference dabei, wo ich halt 3 Tage Strategie mir reingezogen habe und auch mitgemacht habe. Und dann natürlich ein bisschen geguckt, wie das weiterläuft. Von daher haben sie mir jetzt nicht so viel Neues erzählt in diesem Vortrag. Was mir eben gefehlt hat, war, dass man nochmal die Eckpunkte, den Zustand der Projekte, der Bewegung nennt, das Umfeld nochmal benennt, in dem wir die Welt, in der wir uns bewegen, und dann auch sagt, wohin es geht und
wie der Strategie, wo der Strategieprozess steht. Ich hatte den Eindruck, dass da so eine Wohlfühlsession war, dass sie sich nett so bequatscht haben, nochmal alle betont haben, wie wichtig die Freiwilligen sind und dass wir etwas Tolles machen. Also es war mir zu wenig. Einfach zu lasch. Nun sind wir extra alle dahin gefahren aus der ganzen Welt und dann sowas. Also das war schade. Mir fehlte so ein. Man muss auch darauf achten, es gibt ja, das war jetzt irgendwie sozusagen, wenn wir jetzt diesen Text am Schluss endlich haben, dann war das Phase 1 des Strategieprozesses. Dann kommt ja noch Phase 2 und vielleicht ist so ein bisschen eine Wohlfühlrede da vielleicht auch gar nicht fehl am Platz, weil man die Leute auch bei der Stange halten muss, denn in Phase 2 geht's ja dann richtig zur Sache. Da werden dann eben so Fragen gestellt und das kam in etwas kleinerer Runde auch ausdrücklich zur Sprache. Wenn wir dann die Strategie haben und wissen, wo wir hin wollen, dann müssen wir die Frage stellen, ist auch die Art und Weise, wie wir aktuell aufgestellt sind, der richtige Weg dorthin. Und da stellt sich dann eben die Frage, ich formuliere das immer so, wird es dann noch eine Wikimedia Foundation geben oder wird das ganz anders aussehen? Und das ist dann der zweite Teil der Diskussion, der eben in diesem Herbst losgehen wird. Und das wird nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spannend. Vielleicht deswegen eine Wohlfühlrede in Montreal. Okay. Ja, für mich war dann auch die Konferenz an dem Tag zu Ende. Ich bin in die wunderbare Stadt Montreal dann noch ein bisschen geglitten. Ein exzellentes Nahverkehrssystem, großartige U-Bahn, schwer zu verstehende Fahrkartenautomaten, aber das scheint weltweit ein Trend zu sein, immer mehr Knöpfe anzubringen als notwendig. Aber dann total nette Leute auch so, alles sehr französisch beschriftet, aber die auch alle bereit, Englisch zu sprechen. Das hat sich sehr gut gegenüber dem Land Frankreich abgehoben, wo die Leute mit finsterer Miene reagieren, wenn man nicht Französisch kann. Und die Architektur ist auch interessant, so europäisch, nordamerikanisch, würde ich sagen, also eine Mischung aus USA und Mitteleuropa. Wie habt ihr Montreal empfunden? Also ich habe das überhaupt nicht als mitteleuropäisch empfunden, sondern ist blockorganisiert. Es gibt da Blocks, Blocks, Blocks und Blocks. Man läuft 3 Blocks in die Richtung oder 7 Blocks in jene und dann muss man schon wieder die U-Bahn nehmen. Und auch die Lokale, also die Ladengeschäfte oder Kneipen sind auch immer viereckig sozusagen innen drin und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist ein bisschen, ich fand das ein bisschen ungewohnt. Und ansonsten sind die Leute super nett. Mein Französisch ist so schlecht, dass die Bäckereiverkäuferin gedacht hatte, ich würde aus der Nähe kommen. Also ich wäre nicht aus Montreal, sondern irgendwo aus Quebec vom Land. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Merci beaucoup. Isabelle? Also ich fand den Unterschied zwischen Toronto, was ich halt auf meinem Weg dahin vor der Konferenz besucht hatte, und Montreal ziemlich interessant. Es ist beides dasselbe Land, es ist jetzt auch nicht so weit auseinander entfernt, aber es war schon wirklich so groß der Unterschied, was in einem Land, Montreal fand ich jetzt halt schon eher europäisch im Vergleich zu Toronto, was halt die Autos, die allgemein die Straßen, die Häuser angeht, auch wenn es halt nicht so wie jetzt eine zum Beispiel deutsche Stadt ist, vom Aufbau her, dass es eben, wie schon gesagt, mit diesen Blocks ist und vor allen Dingen diese Zweisprachlichkeit fand ich auch total faszinierend. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich vor der Wikimania in den USA war. Und zwar so richtig Boston, New York, Washington, Vegas, San Diego. Also auch eine große Prise USA mitbrachte und dann fand ich Montreal dann auch schon wieder sehr europäisch. Das ging mir aber vor Jahren mit Toronto mal so. Da war ich auch vorher in den USA unterwegs, kam dann nach Toronto, wo Isabel gerade sagte, es wäre ihr so amerikanisch vorgekommen und hatte irgendwie das Gefühl, ich bin zurück in Europa. Also das ist wahrscheinlich immer ganz dieser Bias, ja, den ich nie vergesse zu betonen. Ja, Daniel, du als Resident in Amerika, war dein Eindruck von Montreal? Erstens bin ich nicht Resident, ich wohne immer noch in Deutschland, ich arbeite nur über dem Teich. Ah ja. Und zweitens habe ich von Montreal eigentlich gar nichts mitgekriegt. Ich bin angekommen, war dann nur in dem Hotel und bin wieder weg. Einen Tag mal einen kleinen Spaziergang, das war noch am Tag, bevor es losging, einen kleinen Spaziergang mit dem Magnus gehabt.
Sonst nichts. Aber das war mir auch vorher schon bewusst, dass das so würde, weil ich halt parallel gearbeitet habe. Ich arbeite remote, das heißt, das habe ich auch während der Wikimania weiter versucht zu machen. Und ich fliege morgen wieder nach Montreal und dann habe ich für eine andere Konferenz und da habe ich dann am Wochenende mal einen Tag Zeit, werde mir das dann angucken. Okay. Gut, damit haben wir den Freitag hinter uns gebracht und bewegen uns hier sicher auf den Samstag zu, der mit einem Vortrag von Susan Herman begann, Wiki Democracy, How We Can Save Free Speech, Privacy and Democratic Values, also Wiki-Demokratie, wie wir freie Rede, Privatheit und demokratische Werte retten können. Hat sich das jemand angehört? Mag jemand was dazu sagen? Also da muss ich jetzt was dazu sagen, weil ich saß in diesem Vortrag wirklich mit roten Ohren. Die Rednerin ist Chefin von der ACLU, von der American Civil Liberties Union, der größten Bürger- und Menschenrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten, wenn ich das richtig weiß, und hat eben eigentlich vorgestellt, was sie machen und warum das so furchtbar wichtig ist. Und das war für mich eben als deutscher Jurist ganz besonders interessant und auch als deutscher Wikipedianer, weil ich in Esinulario, also auf der letzten Wikimania, eben einen großen Vortrag vorbereitet und gehalten hatte darüber, dass eben in der Wikipedia zwei so Kulturen aufeinanderstoßen. Die amerikanische Kultur, bei der eben die Meinungsfreiheit und die Äußerungsfreiheit und das Freedom of Speech, First Amendment, was die immer sagen, was bei denen das die oberste Richtschnur allen Rechts ist. Und wir Europäer und gerade wir Deutschen auf der anderen Seite, die wir eben sagen, ja, nee, Moment, Persönlichkeitsrechte, Menschenwürde, das ist bei uns die oberste Maxime. Und das gegenüber zu sehen, das wurde in diesem Vortrag ganz deutlich, weil die alle Europäer saßen da drin und haben das nicht so ganz verstanden. Und das wurde da mal wieder deutlich. Das war sehr interessant in diesem Vortrag. Da verstehe ich aber nicht, Gnome, was daran nicht deutlich ist, wenn sie gesagt hat, dass in einigen Bundesstaaten in den USA jetzt Gesetzesvorhaben in der Mache sind und auch umgesetzt werden, die das reine Stehen auf dem Gehweg mit einem Plakat als Blockieren von Gehwegen unter Strafe stellen wird und als lokalen Terrorismus gegen Verkehrswege einordnen wird, sodass du, wenn du einfach nur mit einem Plakat auf dem Gehweg stehst, mehrere Jahre im Knast landen kannst, wenn du da demonstrierst. Das fand ich schon ziemlich klar, dass das also in Deutschland eigentlich nicht so erwünscht wird. Und da fiel mir auch gerade Merkel ein, die ja sagte, ja, und überall, wo sie im Osten da hingehen, da werden sie beschimpft und so. Und dann sagt sie, na, das gehört schon dazu, das ist irgendwie normal, das halten wir aus. Und das ist schon eine ganz, ganz andere Einstellung, wenn man da diesen Zombie-Deutschland-Dunkelmob sieht irgendwie und dann sagt, diejenige, die das treffen soll, ja, das passt schon, dafür haben wir ja hier die Demokratie. Und dann in einigen Bundesstaaten der USA das simple Demonstrieren auf einem Gehweg verboten werden soll. Ja, Lukas, sag nochmal, ich habe nicht so ganz verstanden, warum hattest du rote Ohren? Ich hatte rote Ohren, weil das war mein Thema. Das war das Thema, über das ich eben auf der letzten Wikimania gesprochen hatte. Und ich wollte jetzt natürlich hören, wie sieht sie das? Aber sie hat natürlich eben als Amerikanerin in Nordamerika hat sie eben diese Dichotomie gar nicht so groß aufgemacht, sondern eben nur die eine Seite der Geschichte erzählt. Aber ich habe dann eben später dann beim Mittagessen mit Europäern darüber gesprochen und die haben alle eben das bestätigt, meinen Eindruck, dass da in der Wikimedia-Community, dass da Rechtskulturen aufeinanderstoßen. Aber warte mal ganz kurz, gegen die Sammelwut der Behörden genommen, da muss ich aber auch nochmal fragen. Also da sind wir aber auch eigentlich dagegen, weil da sagte sie ja auch, dass die unermesslich gerade ist in den USA, man nicht dagegen als US-Bürger nicht mal dagegen klagen kann, weil man ja die Geheimakten nicht einsehen kann und sowas. Und das betrifft uns Deutsche ja viel, viel schlimmer, weil wir ja überhaupt keine Rechte mehr haben mit unseren Sachen in den USA. Also da sind wir dann schon, darauf wollte ich nur hinaus, ja schon einer Meinung, dass das ein bisschen weit geht im Moment mit der NSA. Auf Alles jeden klar. Fall. Und deswegen unterstütze ich natürlich auch das Vorhaben der Foundation oder die aktuelle Klage der Foundation gegen die NSA und hoffe, dass die weiter voranschreitet. Okay, danke dass, für die Einblicke. Isabel, dein ja? Samstag.
Mein Samstag. Moment, da gucke ich mal wieder in meine Notizen. Ja, am Samstag war ich in relativ vielen Talks. Da habe ich dann zum Beispiel größtenteils im Themenbereich Daten und Fotografie die Talks besucht. Die erste, die ich mir hier notiert habe, ist So you have data, now what do you do? Klingt wie eine schlaue Frage. Ja. Und wurde sie beantwortet? Dieser Talk war halt über Wikidata und was man halt jetzt eben mit diesen Daten alles anstellen kann, was man auf diesem Projekt eben damit machen kann und dass man damit jede Menge Sachen, die man erstmal vielleicht auch gar nicht vermutet, aus diesem großen Datensatz rausziehen kann und erstmal, wie man sie erstmal in Wikidata richtig importiert und eben wie man sie dann passend verlinkt, eben Wiki-Projekte daraus erstellen kann oder eben mit irgendwelchen Sparkle-Queries oder sonstige Sachen eben daraus dann noch sie mit bereits existierenden Daten verlinken kann, was dann wieder neue Anwendungsbereiche für diese Daten ermöglicht. Hm. Okay, und weiter? Danach war ich im Talk von Vogone, MF Warburg und Asaf, der darüber ging, what is the smallest community that can support a Wikipedia, wo sie aus ihrer Arbeit im Language Committee erzählt haben, was man überhaupt quasi braucht, um eine Wikipedia zu bilden und eben was man eben in dieser Sprachversion braucht, um quasi ein funktionierendes Projekt zu haben, weil wenn man jetzt quasi eine Wikipedia hat, die keiner liest und vor allen Dingen, die keiner schreibt, bringt es eben auch nichts, dieses Projekt zu machen und haben das eben auch an ein paar Beispielen gezeigt, was in letzter Zeit bei ihnen im Language Committee so war, wann eben im Incubator eine Sprachversion so weit ausgereift ist, dass man sie als richtige neue Sprachversion erstellen kann oder eben was man sonst an Sachen braucht und eben das, was mich eben dann an diesem Talk auch noch fasziniert hat, ist, dass teilweise Wikipedia hilft, Sprachen, die nicht mehr so besonders verbreitet sind und nicht mehr so gesprochen werden, teilweise zu archivieren und zu retten und eben Wissen in dieser Sprache verfügbar zu machen. So wie halt eben, um diese Sprachen zu retten, aber das geht halt noch längst nicht mit allen Sprachen, weil manche haben halt gar nicht, dass man eben diese Textform hat. Manche können halt nur gesprochenes Wort ist in dieser Sprache dann bekannt und artikulieren sich halt nur so und eben haben gar nicht Wörter für ihre Sprache geschrieben. Cool und faszinierend, ne? Dass wir glauben immer sicher zu sein, wie das so geht. Nämlich man schreibt es auf und druckt ein Buch und dann kommt jemand und sagt einer hier, nee, wir schreiben nicht. Genau, und es gibt halt eben dann halt eben nicht nur die normalen Sprachen, wie wir sie kennen, eben mit unserer Schrift und sondern es gibt ja auch zum Beispiel jetzt mal im asiatischen Raum viele andere Schriftarten oder Schreibstile. Eben es gibt halt Schriften, die lesen halt von rechts nach links oder benutzen eben nicht die Buchstaben, die wir auf unserer Tastatur haben. Oder halt eben gar keine. Und das ist halt eben auch interessant, wie kann man das eben in einem Projekt wie Wikipedia oder allgemein Wikimedia, weil dort werden ja nicht nur Wikipedias, sondern auch quasi alle Wiki-Projekte vorbereitet, umsetzen und auch hier mit der Software und allgemein, dass man das am Computer überhaupt eingeben kann und sowas, sind ja auch alles dann Sachen, die das gegebenenfalls einschränken können oder schwieriger machen können, weil hier die meisten Computer sind eben auch für unsere Art der Sprache, für unsere Schreibstil quasi ausgelegt und nicht für solche Sprachen, die dann nicht vielleicht für jedes Wort ein Zeichen haben und nicht aus einzelnen Buchstaben die Wörter zusammen setzen. Cool. Scheint dich sehr begeistert zu haben. Also ich fand diesen Talk ziemlich interessant. Mhm. Ja.
Bist du damit durch mit dem Samstag oder ist noch irgendwas Auffälliges? Nee, dann bei mir am Samstag habe ich dann danach noch halt ein paar fotografiebezogene Talks besucht, wie zum Beispiel wurde hier über den Festivalsommer, den wir hier in der deutschsprachigen Wikipedia haben, ein Talk gehalten. Genau, von ihm. Weil man kann eben super damit viele Artikel halt in auch vielen Sprachversionen auf einmal damit bebildern mit Leuten. Und zumal, wenn wir die Bilder selber machen, haben wir halt das Problem mit den ganzen Lizenzen nicht. Und das ist halt eine super Möglichkeit, auch für andere Sprachversionen oder andere Wikipedias, dass sie in ihrem Bereich, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern eben auch bei sich selber Leute hinschicken und selber auf Festivals, Konzerte oder sonst was gehen und dort Bilder von relevanten Personen aufnehmen. So wie direkt im Anschluss war halt ein Wikipedianer aus Indien, der halt so erzählt hat, ja, wie er quasi zur Fotografie gekommen ist und wie er es geschafft hat, quasi von dem, dass er eine Kamera bekommen hat, hat dann vielleicht mit dem Handy oder so gestartet und dann hat dann halt diese Kamera bekommen. Ich meine, die war auch irgendwie gesponsert. Ich weiß jetzt nicht, ob von der WMF oder von einem lokalen Chapter. Und dann halt mit der Hilfe von Wikipedianern online gelernt hat, wie mache ich jetzt überhaupt die Bilder und wie kann ich eben Sachen bebildern und wie gehe ich eben überhaupt mit dieser Kamera um. Und dass man, dass es eben ein Problem ist, dass man in manchen Ländern das auch gar nicht kennt, dass man jetzt einfach sagt, wir haben jetzt, wie zum Beispiel bei Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich oder Wikimedia Schweiz halt einen Technikpool und da kann jeder, der die Sachen benötigt, wie zum Beispiel Kameras oder sonstiges technisches Equipment, das für ein, zwei Wochen oder wie lange man es auch immer braucht, ausleihen. Sondern da gibt es das nicht. Das heißt, man muss entweder selber gucken, dass man eben an diese Technik kommt oder sie irgendwo sich organisiert bekommt oder man hat sie halt nicht und dass halt diese Unterstützung auch nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Cool. Der Inder hat seine Slides auch online gestellt und es ist sehr interessant, sich das anzuschauen, wie er da so versucht hat, damit klarzukommen. Sehr cool. Danke, dass du mich auf diesen Vortrag hingewiesen hast. Der interessiert mich. Okay, war das denn Samstag oder kommt noch was? Ich glaube, das waren alles, was ich mir jetzt zumindest notiert habe, was ich dort besucht habe. Ja, Lukas, wir sind gespannt, was du gemacht hast. Ja, genau. Für mich, ich habe eigentlich noch, ich habe zwei verschiedene Dinge gemacht an den Rest der Konferenz. Ich habe einerseits Vorträge besucht, zum Beispiel, und teilweise ganz, in ganz, ganz kleinen Runden. Zum Beispiel war ich bei einer kleinen Runde zur Diskussion der neuen Website der Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation will eine neue Website programmieren lassen, weil die aktuelle halt einfach in die Jahre gekommen ist und da ging es darum, worauf sollte man da Acht geben. Dann war ich, und das war total, total schön, bei der Mitgliederversammlung von Wikimedia Kanada, weil ich mir eben bei Wikimedia Deutschland auch zufällig zuständig bin für die Organisation der Mitgliederversammlungen und das war super toll, das mal bei einem ganz, ganz kleinen Chapter wie Wikimedia Kanada zu sehen. Ich gehe jetzt mal nicht nach chronologisch vor, weil das habe ich mir gar nicht so genau alles aufgeschrieben. Dann hat der deutsche Benutzer Zirdan hat die Einführung des Visual Editor in der deutschsprachigen Wikipedia beschrieben und hat über die Visual Editor Appreciation Society gesprochen, die ich ja mal mit initiiert hatte und das war natürlich super, super lustig, das von ihm zu hören. Dann war ich in der Diskussion über Wikimedia. Das motiviert einen doch, ne? Wenn das so gewertet wird. Auf jeden Fall. Und das war ein voller Raum. Also war cool. Dann war ich in der Diskussion über Wikispecies. Da ist ja jetzt immer gerade, haben wir schon gehört, überall ist Wikidata. Nur auf Wikispecies ist Wikidata irgendwie noch nicht, obwohl alle sagen, das wäre doch das ideale Projekt, um mal flächendeckend Wikidata einzuführen. Aber die Community hat irgendwie keine Lust, ihre Informationen auf Wikidata zu überführen. Und weil ich mich eben
vor Jahren schon mal mit Wikispecies und ob Wikispecies überhaupt als Projekt sinnvoll ist, beschäftigt hatte, war ich auch da. Und dummerweise war niemand da, der das anders sah. Also es war niemand von den Wikispecies-Galliern da, sondern es waren alles nur Wikidata-Freunde, sodass man die eigentliche Diskussion noch, muss noch ein andern Mal stattfinden. Da würde ich mal kurz reinspringen. Und zwar habe ich gerade gestern für den Schwester-Podcast von Wiki Stammtisch, Wiki Jabber, der ist auf Englisch, mit Pigs on the Wing gesprochen. Briter. Aus Großbritannien. Genau, und der ist eben sehr aktiv auf Wikispecies, ist aber auch ein Riesenfan von Wikidata. Und der erzählt in der fünften Episode, die zeitgleich mit dieser Episode rauskommt, auch über Wikispecies und Wikidata und wie das da weitergeht. Genau, und es war auch sein Vortrag, war das auch in Montreal. Ach so, ah ja. Genau. Und dann war ich auf Empfehlung von anderen in dem Vortrag über Real-Time Collaboration. Also es soll irgendwann mal theoretisch oder vielleicht auch wirklich praktisch möglich sein, dass mehrere Leute gleichzeitig einen Wikipedia-Artikel bearbeiten und auch sehen, was der oder die andere da schreibt, während sie selber tippen. Etherpad-Funktion. Wie so ein Etherpad, genau. Und die Frage ist, cool. Ja, das wurde auf dem Hackathon in Wien gedemo. Genau, da kam die Demo und deswegen hatten die Leute gesagt, ach, das wünsche ich mir seit Jahren. Ach, das wäre so cool. Ja, genau. Die Frage ist nur, die große Frage ist nicht mehr, wie das technisch funktionieren kann, sondern die große Frage ist, wie man das sozial umsetzt. Wer klickt denn dann auf Speichern? Und was, wenn da, also solche Sachen. So, das war super spannend und da läuft wahrscheinlich jetzt gerade die Diskussion an, wie man das sozial implementiert, wie man da Regeln für schafft. Wie viele Leute dürfen maximal da gleichzeitig editieren und was, wenn da noch einer dazukommt und der erst dann Admin darf, der dann jemanden rauskicken und spannende Dinge. Dann war ich natürlich auch als deutscher Wikimedianer bei der Präsentation der aktuellen Projekte der technischen Wunschliste der Wikimedia Foundation, weil da sind wir von Wikimedia Deutschland natürlich ganz, ganz stolz, dass unser Ansatz, den Raimond mal eingeführt hatte, dass die Programmierer von Wikimedia Deutschland unter anderem das programmieren, was sich die Community wünscht, und das macht jetzt die Foundation, macht das ähnlich auch, und das war sehr cool, das zu sehen, war sehr, sehr launiger und lustiger Vortrag. Ich versuche ja immer meine eigenen Vorträge auch immer möglichst lustig und mit bunten Bildern zu halten, und das war definitiv auf diesem Vortrag auch so. Und dann natürlich mein großes Herzensthema war ich bei der Vorstellung des Programms der Wikimedia Foundation für einen besseren Umgang innerhalb der Wikimedia Communities. Und da sieht man ganz arg das große Problem der Wikimedia Foundation, die erkannt hat, dass das ein wichtiges Thema ist und ein großes Problem ist, dass Wikipedianer leider immer noch nicht so miteinander umgehen, wie man es eigentlich von ihnen erwarten würde oder wie man es sich wünschen würde. Aber die Wikimedia Communities sind so, so, so groß, dass die Wikimedia Foundation mit ihrem weltumspannenden Ansatz ja gar nicht reingehen kann und da einzelne Konflikte lösen kann oder einzelnen Wikipedianern sagen kann, du hättest es aber freundlicher sagen können. Und sie haben jetzt eben so einen Ansatz, der so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe oder Entwicklungshilfe oder, ja, sie nennen es irgendwie ein Lehrprogramm aufgesetzt haben. Es war interessant, das zu sehen, wie die damit umgehen. Und die Frage ist eben, können wir das in Deutschland vielleicht so ein bisschen konkreter machen in der Zukunft? Und dann abschließend hat die Wikimedia Foundation auch noch ihre Fundraising-Banner-Konzepte vorgestellt. Da war ich natürlich auch, weil ich auch bei Wikimedia Deutschland dafür zuständig bin, mich um die neuen Fundraising-Prinzipien, die wir in Deutschland aufgestellt haben, zu kümmern. Und es war sehr interessant zu sehen, wie die in der Foundation gerade darüber nachdenken. Aber neben diesen ganzen Vorträgen, die ich besucht habe, habe ich mich auch noch um mein kleines privates Projekt gekümmert. Ich habe einen Vortrag gehalten, wie wir als Wikimedia-Gemeinschaft umweltfreundlicher werden können. Und da ist die Wikimedia Foundation, die Wikimania ist da ganz gut dafür geeignet. Ich habe da einerseits einen Vortrag gehalten und erzählt, was ist der aktuelle Stand, und andererseits konnte ich Foundation-Mitarbeiter festnageln. Leuten, denen ich sonst E-Mails schreiben muss und die dann wochenlang nicht auf meine E-Mails antworten, dann schreibe ich ihnen wieder E-Mails, dann antworten sie wieder wochenlang nicht. Da konnte ich dann sagen, so, Samstag 14 Uhr, wir gehen Kaffee trinken. Und dann habe ich eine Stunde Zeit, dich zu belabern. Und du musst mir zuhören und du musst mir Rede und Antwort stehen. Und das macht man natürlich ganz, ganz freundlich und lädt die dazu ein und muss dann diplomatisch mit diesen armen Leuten umgehen. Aber da hat man dann die Möglichkeit, so richtig zu sagen, so, jetzt mal Tacheles sprechen. Und das ist, das war sehr erfolgreich, weil
zum Beispiel dann die Leute in Vorbereitung auf das Treffen mit mir dann in Montreal dann teilweise auch noch Sachen, um die sie schon ewig gebeten hatte, endlich erledigt haben, damit sie dann nicht von mir sozusagen der Last-Minute-Effekt. Mhm. Genau, damit ich dann nicht mit dem Zeigefinger in Montreal auf sie zeigen konnte, sondern dass sie dann stolz sich mit mir treffen konnten und sagen, ich habe ja gemacht, was du haben wolltest. Und was wollte ich von den Leuten? Ich wollte erstens, dass wir mal schauen, dass die Wikipedia-Server endlich mal mit Ökostrom betrieben werden können. Erstens. Das zweite, wir das Geld, das wir einnehmen, die Spendengelder, dass wenn wir die investieren, dass wir die so investieren, dass das Ganze irgendwie vernünftigen Prinzipien folgt, dass wir also nicht zum Beispiel großen Erdölkonzernen unser Geld geben, wenn wir Geld investieren als Movement. Und das dritte große Thema ist natürlich, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, alles überhaupt nicht keine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, wie viel CO2 ausgestoßen wird dadurch, dass wir alle nach Kanada geflogen sind. Und noch viel mehr, wie viel CO2 dadurch ausgestoßen wird, dass wir nächstes Jahr noch viel weiter, nämlich alle nach Kapstadt fliegen. Das ist die größte Umweltsünde, die Wikimedia-Gemeinschaft je begangen haben wird. Und deswegen werde ich mich auf jeden Fall, und das ist ja hier am Anfang von diesem Podcast schon angeklungen, dafür einsetzen, dass wir flächendeckend Videoübertragung haben werden in Kapstadt. Ich hoffe ganz, ganz arg, dass das klappt. Ich stelle das nämlich auch in Frage. Warum Kapstadt? Ich war in Südafrika mal beruflich und dort erzählten mir die Leute eben, dass ihr Leben daraus besteht, weit weg von allem zu sein. Es ist halt an der Südspitze von Afrika und die Nachbarländer sind alle weniger entwickelt. Ich hatte auch ein längeres Gespräch mit dem Peter aus Namibia. Verdammt, warum habe ich jetzt den Nachnamen nicht parat? Der eben auch sagte, dass Peter Gallert, genau, dass es genau so ist. Zum Beispiel Ghana wäre viel besser gewesen, liegt auch näher dran. Und hat eine große Community. Hat eine große Community und ringsum sind auch Länder, die entsprechend auch schon so weit sind. Okay, gut, die Entscheidung ist gefallen. Man sollte sich überlegen, ob man dahin fährt. Ja, da geht's weiter. Wen wir jetzt noch nicht hatten, ist als nächsten Sargo. Zum Programm von Samstag, ja, da habe ich mich auf Glam eigentlich kapriziert und weitergemacht mit diesen ganzen kriminellen Geschichten. Also zu Glam will ich jetzt gar nicht viel sagen, sondern das waren einfach nur kleine Projekte, die vorgestellt worden sind. Das kleinste Museum, die kleinsten Glam-Aktivitäten aus den Niederlanden und so. Einfach nur ganz schön, um sich das mal anzuschauen und ein bisschen neue Sachen zu lernen. Weiter ging es mit dieser berühmten Sci-Hub-Gründerin. Ich muss mich irgendwie nachschauen, wie die überhaupt heißt. Alexandra El-Bakian. Und da konnte ich leider das Interview nicht richtig verfolgen, weil die transkribierten Sachen so weit unten hängen. Das muss man sich vielleicht als Lessons Learned mal sagen. Eigentlich sind Untertitel immer unten, aber viel schöner wären die, wenn die oben wären. Da könnte das nämlich jeder lesen. Und ich habe mich sehr auf die Fragen gefreut, die dann an sie gestellt werden. Nachdem sie das Ganze... Erklär mal kurz, was Sci-Hub ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Sci-Hub stellt einfach illegal alle möglichen Dokumente, die sie irgendwie finden können, auf einen Server. Und die kann man da dort abrufen. Und natürlich ist es so, dass alle Akademiker das auch tun. Die brauchen halt alle möglichen Arbeiten, auf die sie nicht zugreifen können, Artikel und Zeitschriften, und holen sich dann bei Sci-Hub ab. Aber unter anderem hat ein Forscher, der das mal systematisch untersucht hat, festgestellt, dass da 2 Millionen Artikel unter Copyfraud bei Elsevier und Kollegen gehortet waren, die eigentlich längst gemeinfrei wären, aber die immer noch hinter einer Paywall dieser wissenschaftlichen Verlage sind. Und jeder, der im akademischen Kontext zu tun hat, der weiß um die wissenschaftlichen Verlage und weiß darum, dass das Peer Review immer kostenlos von seinen Kollegen gemacht wird, er die Artikel da irgendwie kostenlos schreibt und die Verlage eigentlich ziemlich viel daran verdienen. Und genau. Sci-Hub ist eine Schattenbibliothek, wo vor allem wissenschaftliche Artikel. So steht es im Wikipedia-Artikel. Ja, aber du kannst ja, also ich sag mal so, es gibt ja noch Tor und so weiter, es gibt ja noch diese Hidden, wie auch immer, Geschichten irgendwie und das dunkle Netz und so. Und das ist ja, hat ja eine Website, da kann man ja ganz normal draufklicken. Also das ist sozusagen. Genau, dort kann man wissenschaftliche Artikel einsehen, werden man bei den wissenschaftlichen Verlagen, wo das reine Lesen schon mal $65 abdrucken muss. Selbst die Autoren dieser Artikel müssen dieses Geld bezahlen, um den Artikel dort zu lesen.
ja, wenn Sie ihn lesen wollen. Ja. Okay, ich kannte das Projekt halt eben schon, also ich habe da eigentlich noch nie was gefunden, aber ich habe auch bessere, also ich habe auch Zugänge zu, oder meine Zeitschriften, die ich brauche, sind nicht so teuer wie Chemie oder Jura oder so Artikel. Und hatte mich eigentlich auf die Fragen gefreut, aber leider das Publikum, also ich weiß nicht, was sie für Publikum angezogen hatte, aber das waren, glaube ich, irgendwie die paar Verschwörungstheoretiker, die es gab auf der Wikimania, die sind dann irgendwie da gewesen, weil das halt, wie du sagst, einen Schatten wirft oder so. Und die Fragen waren halt eben nicht so toll. Die nächste, die richtig toll war, war Esra Al-Shafei, eine Aktivistin aus Bahrain. Und sie ist seit Jahren aktiv im Internet und versucht dann nicht nur reale Menschenrechte, also Sklavenarbeiterinnen eigentlich zu helfen, sondern eben auch der LGBTIQ-Community, in dem sie ein schönes Forum aufgesetzt hat, das ich mir auch mal angeschaut habe. Das ist wirklich eine sehr nette Art hat, wie die Leute damit miteinander umgehen, meistens auf Englisch. Und wer eigentlich, wenn sie ihn sozusagen, deswegen durfte man sie auch nicht fotografieren, das ist was ganz am Anfang irgendwie gesagt worden ist, weil sie halt eben ihres Lebens nicht mehr sicher wäre. Und dann sieht man halt eben wieder, wie privilegiert man ist, was Gnome, glaube ich, auch angesprochen hatte am Anfang oder Daniel angesprochen hatte, dass wir also hier uns nicht darum sorgen müssen, dass wir mit irgendwelchen Kleidungsvorschriften, die über ein vernünftiges Maß hinausgehen, zu tun haben und dass wir freie und geheime Wahlen nicht nur fordern dürfen, sondern sogar haben, dass wir Presse- und Versammlungsfreiheit haben und sowas. Und dass jemand, der in Bahrain so etwas fordert, eigentlich als Aufrührer hingerichtet wird. Das ist so ziemlich simpel und macht einem nochmal klar, wie wichtig das ist, dass man weiß, was man tut und dass man halt auch eine bestimmte Motivation hat, die über das reine, ich schreibe mal zusammen, was ich so weiß von einem Thema, dass sie darüber hinausgeht. Und das war eigentlich das Allerwichtigste, war tatsächlich Esra Al-Shafei. Sie war aber auch abends, glaube ich, war auch eine Keynote oder so. Und das war schon ziemlich motivierend, ihre Art mitzubekommen. Also weil sie offensichtlich sich wahrscheinlich nie runterkriegen lässt und wirklich eine sehr energische und vor allen Dingen eine super humorvolle Frau ist. Und das war richtig klasse für den Samstag. Ja, mich hat die auch tief beeindruckt. Sie wurde von Katrin Maher angekündigt als die Frau mit eine Frau mit unglaublichem Humor und sie stieg auf die Bühne und sagte, dass Katrin Maher offensichtlich sehr geringe Ansprüche an Humor hat. Genau, dass sie leicht zu amüsieren wäre und dann musste natürlich schon der ganze Saal lachen. Ja, Daniel, du warst auch beeindruckt von ihr, ne? Wie war dein Samstag? Fasse dich kurz, Daniel. Ja, ich merke schon. Also ja, Kurzform, ja, ich war beeindruckt von ihr. Ja, ich war auch bei Alexandra Elbakian und fand auch die Fragen nicht so ideal. Auch die Verbindung war nicht gut. Hätte man noch anders organisieren können. Aber ich fand es gut, dass es das gab erstmal, um einfach den Anschluss an diese Community, die außerhalb der Wikis sich bewegt, zumindest zu symbolisieren. Ja, jetzt dann muss ich doch eben nochmal reingehen, weil ich das auch eben interessant finde. Es ist ja auch eine Art freies Wissen, ne? Bloß eben, die Gesetze geben das nicht. Also Daniel wird ja sicher gleich antworten, aber ich wollte eben auch sagen, das ist das, was ich meinte mit diesem Movement. Also, dass nicht nur jetzt wir dann sozusagen PSYOP haben, dann haben wir hier die Menschenrechtsaktivisten, sondern dann haben wir eben auch Daniel Mietchen mit seiner Geschichte, wie er versucht sozusagen real mit den Hilfsorganisationen den Schaden, den Hurricanes und wie heißt es nochmal, diese Monsterwellen und auch Tsunami. Flugzeugabstürze, Tsunamis und Flugzeugabstürze, den realen Schaden, den Menschen erleiden, zu verringern, indem wir alle gemeinsam arbeiten. Und dann kriegt man so ein Bild von diesem ganzen Ding. Jetzt aber Daniel gern. Na gut. Mein Nachmittag war dann meine Session, wo ich die ganze Zeit im gleichen Raum geblieben bin. Da ging es um Zitate im Wesentlichen. Ich fing an mit unserem Vortrag zu Wikisite. Danach gab es ein Journals Cited by Wikipedia, wobei da wieder der englische gemeint war. Und hinterher noch Wikifact Mine, wo die wissenschaftliche Literatur quasi gemeint wird und dann die Daten langfristig nach Wikidata geführt werden sollen. Und dafür legt ja Wikisite zum Beispiel auch die Grundlage. Das war alles schön und interessant. Ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige und
Da waren für mich vor allem die Fragen interessant, die aus dem Publikum kamen. Ich war aber zu dem Zeitpunkt dann schon abgelenkt, weil ich halt in Charlottesville arbeite. Und da kam dann plötzlich auf Twitter, war die ganze Welt mit Charlottesville plötzlich beschäftigt, wegen dieses Auffahrattentats bei der Kuckucksklan-Demonstration und sowas. Das ging halt eben auch rein. Das heißt, ich habe dann auch geguckt, gibt es schon einen Wikipedia-Artikel, wie weit ist der und so weiter, war ich dann abgelenkt in quasi der Session. Das war also deine unmittelbare Reaktion. Da passiert etwas Furchtbares. Gibt es schon Wikipedia-Artikel dazu? Ja, klar. Ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Da gibt es für viele Sachen. Und ich bin nun gerade auch mal in Richtung Desaster ein bisschen geprägt. Also jetzt wikimäßig bin ich relativ aktiv. Ich gucke also auch regelmäßig bei einem neuen Erdbeben einer bestimmten Stärke, haben die schon Wikipedia-Artikel bei Tsunamis, Floods und all solchen Sachen. Ich gucke da auch, ob OpenStreetMap schon aktiv geworden ist bei solchen Sachen. Und hier, weil es auch noch Charlottesville ist, konnte ich halt nicht komplett ausblenden. Ne? Dann war ich noch auf einer kleinen Session, wo es darum ging, Global Trends that will impact the next 15 years. Das ist also Teil von diesem Strategieprozess gewesen. Da haben sie eine, ich sage jetzt mal, Report-Schreiber-Agentur beauftragt, einen Bericht zu schreiben, der in die Zukunft guckt, und die haben darüber eine Session gehalten, wo sie im Wesentlichen gesagt haben, naja, wer in die Zukunft guckt, hat eigentlich bisher immer nur verkehrt geguckt, und dafür haben sie sich entschuldigt, und also die Session war durchaus auch, sagen wir mal, fähig, und dann kam aber nach diese Israel-Chafei, und das war absolut für mich der Höhepunkt von der Wikimedia, muss ich sagen. Und abends hatte ich noch Wikidata Meetup. Das war dann schon sehr stark dominiert von diesem Goatification. Das fing ja schon beim Hackathon an und war dann, das ganze Wikidata Meetup ging letztendlich nur irgendwie, jeder hat versucht, den Bezug zu Goats, also Ziegen, herzustellen. Das hat abgelenkt, fand ich nicht so ideal. Aber trotzdem haben wir es geschafft, einen Überblick zu kriegen, wer macht eigentlich was in Wikidata innerhalb von dieser Stunde. Und dann direkt danach im gleichen Raum war das Wikisource Meetup, war auch gut, diverse Leute zum ersten Mal getroffen, persönlich, mit denen ich halt auch schon und oft auf anderen Wikimedia-Projekten interagiert habe. Das war auch schön, das war dann das Ende vom Tag. Vielen Dank. Die, was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist quasi die Flurgestaltung. Das Community Village, ich weiß gar nicht, ob es diesmal auch so hieß. Es sind also Stände aufgebaut, wo Projekte vorgestellt werden, wo sich Chapter vorstellen, wo sich Benutzerorganisationen vorstellen. Ich bin hängen geblieben bei einem Projekt, auf das ich sonst nie irgendwie gestoßen wäre. Das war da ging es irgendwie um Sprache, dass Sprache irgendwie in Datenbanken erfasst werden kann. So, das habe ich mir erklären lassen, nicht richtig verstanden, aber ich suche mal den Link raus, dann kann jemand anderem mir das erklären, sich durchlesen und mir erklären. Hattet ihr irgendwie Highlights bei den Ständen? Lukas zum Beispiel? Ja, natürlich, zum Beispiel der Stand von Wikimedia Deutschland, an dem man nämlich am Goatification Project teilnehmen konnte. Denn der auf dem Hackathon war durchgesetzt worden, dass das neue Internettier nach der Katze jetzt endlich mal die Ziege sein sollte. Und da durfte jeder, der vorbeikam, eine Ziege auf ein Blatt Papier malen. Das wurde dann mit nach Berlin genommen und hat dort die neuen Räumlichkeiten der Softwareentwicklung von Wikimedia Deutschland jetzt geschmückt mit lauter Ziegen. Und das war ein sehr lustiger Dauerbrenner, dass manche Leute, die Wikimania von zu Hause verfolgt haben, auf Twitter oder so, haben sich mal gewundert, was machen ständig diese Ziegen überall? Das waren eben die Deutschen, die irgendwie dieses Tier irgendwie so lustig fanden, und irgendwann fanden alle dieses Tier so lustig und überall waren nur noch Ziegen zu sehen. Isabel, hattest du einen Liebling? Also ich fand, alle Stände hatten so ihr besonderes Highlight. Zwei sind mir jedoch besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar ein Stand, worüber der jetzt war, weiß ich leider nicht mehr genau, weil er auch französischsprachig war und ich eben leider kein Französisch kann. Dort wurde
nicht die ganze Zeit, aber relativ lange immer live auf einer Geige gespielt. Was ich das hat man überall dann auch man hat es überall gehört. Ich fand es auch super halt zum Zugucken. Hab dann auch gefragt und auch ein Video gemacht, quasi, damit man auch quasi einen Geigenspieler hat, den man dann auf Comments hochladen kann. Und der andere Stand, den ich super fand, war von der Wikimedia Foundation, den Safety and Security Stand, weil sie quasi als Motto so hatten, dass sie mit, sie hatten da, ich weiß nicht, wie viele Nagellacke in allen verschiedenen Formen und Farben, die es gab, stehen, obwohl sie einfach gesagt haben, ja, hier, wir with Glitter and Cuteness gehen wir jetzt hier gegen Harassment und die sonstigen Sachen, wo wir eigentlich gegen sind und wofür eigentlich gegen arbeiten hier an, was ich quasi als Standmotto auch ziemlich süß fand. Die hatte ich auch, die Musiker da, die natürlich hat man die mitgekriegt, aber ich habe auch vergessen, worum es eigentlich ging. Es ist wie bei Werbung, wo einem Der hat Rockmusik gesammelt. Der fährt durch die kanadische Landschaft, ich glaube in Quebec vor allem, und sammelt dort Samples von kanadischer oder Quebecer Folkmusik. Und dieses Projekt hat er vorgestellt. Deswegen für mehr Musik auf allen Wiki-Projekten. Sehr gut. Sago, erzähl du mal, was am Community Village, so hieß es tatsächlich, dir in Erinnerung geblieben. Am Community Village habe ich vor allen Dingen zwei Buttons noch hier, die habe ich nämlich gerade rausgekramt aus der Kiste, den Homo Chivist und den Homo Tecare. Die haben also, das sind schwule, lesbische, wie auch immer, LGBTIQ-Archivistinnen und Bibliothekarinnen, die da so einen kleinen Stand hatten, die aus Quebec sind und die sich also auch auf der Wikimania präsentieren durften, und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das gleichzeitig so eine bestimmte Benutzergruppe ist und andererseits halt das Lokalkolorit halt auch hat, ne, was eigentlich ganz, ganz nett ist, irgendwie den Stand von C. Steigenberger, den Isabel gerade erwähnt hat, den habe ich auch mitgeschnitten. Außerdem gab es die Araber, das waren dann also der ganze Nahe Osten irgendwie, und dann gab es den Stand von Wikimedia Israel, relativ weit hinten, der hatte zwei Buttons auch, einmal einen Short-Term oder ein Newbie-Wikimedien, das war ein grüner Button, in dem ein Sturmtruppler drauf abgedruckt war, und ich habe mir den schwarzen Button mitgenommen, auf dem Darth Vader drauf ist, und da steht dann Long-Term-Wikimedien drauf, und den habe ich mir natürlich behalten. Das sind die beiden Boosts, die mir besonders aufgefallen sind. Und natürlich hatte Wikimedia Deutschland auch, waren das Katzen oder waren das Affen oder sind die Ziegen, glaube ich, sind die neuen Sache irgendwie. Die Ziegen sind jetzt die neuen Katzen und alles soll völlig vermehmt werden und jeder durfte eine Ziege malen, und das war natürlich auch eine ganz witzige Sache. Was mir auf dem Flur noch aufgefallen ist, ich habe da relativ lange im Sessel gesessen, weil ich Podcast-Sessions aufgenommen habe, ist das normale Hotelpublikum war auch da. Und dieses normale Hotelpublikum sind nach meiner Beobachtung alles alte Menschen, die viel Geld haben, die Damen alle mit im Leopardendruck Jogginganzug und eine super teure eine Handtasche im Armgelenk, und gelegentlich saß irgendwo ein älterer Mann rum, auch Jogginganzug, aber teure Uhr, und schlief. Und dann sprangen da so lauter verrückte Wiki-Leute drumherum. Sehr putzig. So, und damit sind wir beim Sonntag angekommen. Isabel, ich lasse dir den Vortritt, über den letzten Tag der Wikimania, über deinen letzten Tag der Wikimania zu erzählen. Ja, also am Sonntag habe ich den Tag ruhig angehen lassen. Ich hatte auch jetzt im Laufe der Woche, der Konferenz, den drei Tagen halt so viele Leute angesammelt oder mir auch mich mal kurz mit ihnen unterhalten, mit denen ich mich mal länger unterhalten wollte, und dann habe ich das eben gemacht und eben dort keine Vorträge besucht, sondern mich eben halt einfach mit den Menschen, die dort waren und die ich dort treffen konnte, unterhalten, und es waren
sehr interessante Gespräche dabei. Und dann hat zum Beispiel auch hier der Fotograf der Wikimedia Foundation auch Bilder von mir gemacht, die man dann auch in einem Blogpost oder sonstigen Sachen verwenden könnte. Und solche Sachen habe ich größtenteils am Sonntag gemacht. Ich habe da mir da nur einen einzigen Talk aufgeschrieben, den ich besucht habe. Und das war Future of Wikimania, wo halt darüber gesprochen würde, was halt, Moment, wo, oder, da habe ich es, was halt in der auf den nächsten Wikimanias beachtet werden sollte, was hier jetzt, war ja jetzt schon Richtung Ende, was da gut gelaufen ist, was überhaupt zu so einer Wikimania jetzt beachtet werden muss und im Vergleich auch zum letzten Jahr, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und vor allen Dingen, wie soll es weitergehen? Was sind die Erwartungen in der Community für die nächste Wikimania, für die nächsten Wikimanias? Und was ist deine Erwartung? Also ich persönlich würde mir wieder wünschen, wenn wir so wieder ein bisschen mehr in Richtung das, was wir in Esinulario hatten, gehen würden, dass wir nicht halt in diesem anonymen Hotel sind, wo alle Räume nah zueinander sind, aber wir jetzt auch keinen richtigen Raum hatten, Menschen kennenzulernen und einfach nur zu socializen, sondern dass es jetzt einfach auf diese ganzen Talks, Vorträge und Keynotes ausgerichtet war, was ich halt ein bisschen schade fand, während das im letzten Jahr, man ging halt durchs Dorf, hat hier ein paar Leute getroffen, hat sie einfach mal angequatscht, was macht ihr so, wo kommt ihr her, warum seid ihr hier, und das habe ich hier jetzt so ein bisschen vermisst, und das würde ich mir persönlich ein bisschen mehr zurückwünschen, dass man eben auch dort viel mehr eben mit den Leuten, wofür man extra so weit dahin reist, und dass man eben die Leute, die auch alle dort vor Ort sind, dass man mit denen mehr in Kontakt kommt, weil letztendlich größere Diskussionen oder einfach einen Vortrag könnte man theoretisch auch wenn es nicht ganz so gut geht, online machen, aber sich mit Leuten jetzt so austauschen, einfach in der Gruppe drauf ansprechen, auf neue Sachen kommen, geht online gar nicht. Dafür sind wir halt auch alle da vor Ort. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Coole Gedanken, vielen Dank. Sago. Also ich war ja ziemlich erstaunt positiv. Ich bin dann reingekommen morgens in The Role of Wikimedia in Emergency Response und dachte, das wird dann wieder so ein Vortrag. Man lehnt sich zurück. Man kennt ja Daniel, er kann gut erzählen, man kann dem auch folgen. Aber tatsächlich war das ein Hands-on-Workshop, wo es darum geht, wie die Wikimedia-Communities, Commons, Wikisource, Wikipedia und so weiter, darüber hinaus auch mit dieser OpenStreetMap-Community eine positive Rolle bei der Früherkennung. Ich lese es mal hier ab und Nachbereitung von Katastrophen und Havarien spielen kann. Also wo es dann tatsächlich real darum geht, dass wir nicht nur unser Wissen aufbereiten und das in die Welt verteilen, wie wir das ja gerne machen, sondern dass es noch den Side-Effekt hat, dass wir damit vielleicht Menschenleben retten können. Und das war halt eine ganz tolle Sache, weil das war also der einzige Hands-on-Workshop sozusagen, den ich da gemacht habe. Und zum Schluss hat sich auch eine interessierte User Group gebildet. Da wird Daniel vielleicht noch sagen können, ob das weitergegangen ist. Auf jeden Fall zum Schluss stand so eine User Group. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache gewesen. Also das fand ich ziemlich interessant, dass wir halt ein bisschen sogar darüber hinaus mehr machen können mit dem, was wir sowieso machen. Dann war ich bei dem Vortrag von Legal Defense durch Jay Rogers, worum es darum ging, dass halt Stalker und allgemein Harassment-Verfolgung auf Wikipedia halt verfolgt werden kann. Und das waren eigentlich diese ganzen rechtlichen Aspekte, die wahrscheinlich auch Gnome sehr interessiert hätten, die ich auch interessant fand, die aber natürlich alle so ein bisschen auf die amerikanischen Gerichte zugeschnitten sind und wo es dann auch ging, wie valide ist sozusagen Wikipedia als ein Beweismittel, und es ist relativ valide, weil, oder kann sehr gut als Beweis genommen werden, weil die, das ist nicht mein Handy, weil die komplette Versionsgeschichte da ist. Ne? Also das heißt, das kann ein Richter gut nachvollziehen, und da kann man die Leute, wenn die im selben Land sitzen wie die Opfer, kann man denen auch habhaft werden und durch Gerichte was machen. Wenn das dann sich sozusagen auf der Welt verteilt, dann wird das alles schon ein bisschen schwieriger. Also da ging es dann ins Detail, aber das war sehr spannend, weil ich ja als Oversight auch viel mit Innen- und Off-Wiki-Belästigung zu tun habe, und wir nicht
bis zum letzten alles nur in Wikipedia machen können, sondern irgendwann muss halt eben jemand auch mal gesagt werden, der muss einen Brief nach Hause bekommen von irgendeinem Amtsgericht oder sonstigen, in dem drin steht, dass er gefälligst aufzuhören hat. Und dann machen die Leute das auch. Die machen das halt vorher oft nicht. Deswegen war das halt ganz interessant. Dann gibt es wohl die coolest Projects auf Wikimedia Chapters, und das ist ein Format, das wohl seit einigen Jahren auf der Wikimania immer wieder vorgestellt wird, wo einfach nur coole Projekte eins nach dem anderen vorgestellt und zum Schluss das Schönste gewählt wird. Ich bin dann auch noch bei den Lightnings-Talks, die fand ich ganz nett, weil dann hat immer jeder nur 5 Minuten Zeit, irgendwas zu erzählen, aber das ist dann auch ziemlich auf den Punkt. Da hat auch wieder Daniel, ich glaube, ich habe ihn verfolgt, eins von beiden, der hat die Jupyter-Notebooks vorgestellt. Das ist auch ein tolles Tool, das halt mehr so in Richtung Coding geht und wo ich halt in Wikipedia Codes verlinken und anzeigen lassen kann. Und Wikimedia Amical hat eine sehr schöne Zusammenarbeit gemacht, das war auch ein Lightning Talks mit einer Kunsthochschule, und zwar haben wir oft das Problem, dass wir im prähistorischen Bereich bis hin zum mittelalterlichen Bereich eigentlich viele Sachen gar nicht illustrieren können, und weil es gibt keine Fotos, oder wenn, gibt es höchstens Fotos von irgendwelchen Steinen, das kann sich kein Mensch vorstellen, und die haben halt beispielsweise eine römische Lebens- oder ein römisches Haus nachzeichnen lassen von den Leuten in der Kunsthochschule, aufgrund natürlich von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Rekonstruktionszeichnungen, das weiß jeder, sind immer auch ein bisschen Fantasie, aber das weiß man bei einer Rekonstruktionszeichnung, und damit kann man dann Artikel bebildern, und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, die man eigentlich auch kopieren könnte, dass man irgendwie versucht, hier zu irgendwelchen Kunsthochschulen Kontakt zu machen und dann mit Prähistorikern oder mit Althistorikern zusammen solche Rekonstruktionszeichnungen zu machen. Ich glaube, auf die Closing Party kommen wir nochmal extra, denke ich mal, oder? Ja, gerne. Können wir dann machen. Dann, Daniel, du kamst jetzt relativ häufig vor. Also du scheinst da einen kleinen Fanclub, zumindest aus Sargut bestehend zu haben. Okay, wenigstens einer. Auf jeden Fall. Das verkürzt meinen Sonntag dann ein bisschen, oder den Bericht vom Sonntag. Ich hatte vorhin zu den hier Ständen noch nichts gesagt, und da hätte ich OpenStreetMap noch erwähnt. Ich habe nämlich das Problem, dass die OpenStreetMap-Vorträge oder Workshops immer genau parallel sind zu irgendwas, was ich auch mache. Das heißt, ich habe es trotzdem theoretisch viele Möglichkeiten schon gehabt, noch nie wirklich geschafft, mit denen mal ernsthaft zu interagieren. Und dann habe ich halt mir anhand dann mal ein paar Sachen, die ich beim Rumgucken auf OpenStreetMap nicht so ganz verstanden hatte, mal erklären lassen von Leuten, die das verstehen. Das fand ich sehr schön. Und ich habe jetzt da diese neu gewonnenen Erkenntnisse auch in den letzten Wochen schon angewendet. Also zum Beispiel bei dem Erdbeben in Mexiko oder auch hier bei Hurricane Irma und Harvey mit Hot OpenStreetMap gemacht. Aufgrund dessen, was ich da jetzt gelernt habe an dem Stand. So, also dann ja, früh mein Vortrag. Den habe ich in seiner Struktur nochmal kurz bevor der stattfand umstrukturiert. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob so ein Hands-on gut geht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie viele Leute kommen, wer kommt und überhaupt. Andererseits habe ich mir auch gesagt, wie Sago das schon meinte, es war sehr wenig Hands-on bis dahin. Deswegen kann man das durchaus mal probieren. Ich finde, insgesamt lief einigermaßen. Wir haben halt auch tatsächlich während dieser eine Stunde Session die User Group auf Meta aufgesetzt, dass wir zumindest erstmal einen kleinen Verankerungspunkt haben. Da ist seitdem dann auf Meta nicht mehr viel passiert, aber ich bin jetzt ab übermorgen dann auf der Hot OpenStreetMap auf dem Summit und werde das also weiterverfolgen, wie wir die Wikimedia Response zu Emergencies mit dem, was OpenStreetMap macht, und die anderen halt eben auch, denn OpenStreetMap hat es sehr schön geschafft, dass die sich an die Stelle setzen, ich sage jetzt mal Digital Response, aber so, dass das für alle die auch on the ground sind, also die Rotkreuz und so weiter, auch nützlich ist. Und die wissen das mittlerweile auch, und die beiden Systeme, die interagieren sehr schön. Und sowas Ähnliches würde ich mir auch für Wikimedia wünschen. Natürlich ist die Art der Informationen, die wir haben, ein bisschen anders, aber in Wikidata zum Beispiel basteln wir jetzt an Wikidata Queries, die uns, wenn wir dann das Epizentrum von einem Erdbeben kennen,
sagt, wie viele Krankenhäuser, Schulen, Brücken und so weiter sind da in der Nähe. Wie viele Leute wohnen da überhaupt im Umkreis von 50 Kilometern? Das sind Sachen, die sind ansonsten nicht so einfach zu beantworten. Letztendlich sind das aber Wikidata Queries, wenn wir die Daten dann mal komplett haben und an solchen Queries arbeiten wir jetzt. Das ist sehr spannend. Da haben sich viele, sagen wir mal, neue Zweige dieser Konversation gebildet seit dem Workshop. Dann, mittags bin ich, weil das im Wesentlichen da stand, wo mein Workshop früh war, gelandet bei dem Meetup der Leute, die 100 Wikidays machen. Also das ist so eine Initiative, wo man sich quasi verpflichtet, ich möchte 100 Tage lang jeden Tag irgendwas auf meinem Wiki machen. Also ursprünglich waren das 100 Tage lang jeden Tag einen Wikipedia-Artikel schreiben auf seiner Home-Wikipedia. Mittlerweile gibt es Adaptationen für Wikidata, Wikisource und Commons und weiß nicht was. Ne? Ich habe das selber auch ein paar Mal überlegt, letztendlich aber nicht gemacht, weil ich immer in dem Zeitraum von 100 Tagen mal ein paar Tage offline bin. Deswegen geht das so nicht. Andererseits habe ich einen Bot, der in der Größenordnung 100 Einträge pro Minute macht auf Wikidata. Das heißt, irgendwo dazwischen überlege ich immer noch, wie ich mich einbringen kann. Und es war interessant, sich mit den Leuten zu treffen, die es tatsächlich gemacht haben, beziehungsweise teilweise auch mehrfach. Eine hat es, glaube ich, 7 Mal schon gemacht. Es gab auch Leute, die haben es 5 Mal probiert, wo es nicht geklappt hat. Und beim 6. Mal oder so hat es dann geklappt. Sehr interessant, denn wirklich jeden Tag einen Artikel schreiben und das auch öffentlich zu dokumentieren, dass du das vorhast, ist ein gewisser Stress. Ne? Und das schweißt die Leute zusammen. Das war ein sehr familiales Treffen. Die Leute sind halt alle mehr oder weniger durch die gleiche Erfahrung durchgegangen. Ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass die dann zum Beispiel auf der Wikimedia-Konferenz saßen, die 5 oder so, die das dann gerade gemacht haben, haben sich dann abends getroffen und gemeinsam jeder ihren einen Artikel geschrieben, den sie halt schreiben wollten, mussten, weil sie sich ja selbst verpflichtet hatten, das zu machen. Das ist eine schöne kleine Subcommunity, mit der ich leider auch zu selten interagiere. Dann war ich auf mehreren Sessions, wo es wieder rund um Interaktion mit Academia ging. Also einerseits University of Edinburgh hat ein Wikimedia in Residence. Dann Universität Heidelberg hat auch ein schönes Kooperationsprojekt mit einem Sonderforschungsbereich der DFG gehabt. Dann Lightning Talks, da war ich halt wieder mit dabei. Die Lightning Talk Sessions fand ich eigentlich sehr schön. Ich mag das Format auch, also sowohl als Redner als auch als Publikum. Denn für viele Sachen reicht es, dass du einfach ein paar Minuten hast und ganz grob weißt, okay, da gibt es sowas. Idealerweise noch mit einem Link zu weiteren Informationen und 1-2 Bildern oder irgendwie sowas. Das reicht. Man muss dann nicht das Ganze 20-30 Mal noch ausgeführt kriegen, wie das in längeren Vorträgen der Fall ist. Und für manche Sachen reicht es halt auch, okay, die 2-3 Minuten ist das, was ich darüber wissen wollte, mehr will ich gar nicht, aber ich finde es schön, dass ich die 2-3 Minuten hatte. Und so, ja, das war es jetzt so im Kurzdurchlauf. Ja, cool, vielen Dank. Lukas? Was muss ich jetzt sagen? Ich muss jetzt sagen, wie ich die Wikimedia Mania abgeschlossen habe. Du hast ja eigentlich schon Samstag und Sonntag zusammen erzählt. Genau. Und abgeschlossen habe ich sie leider, dass ich früher gehen musste, weil ich am Montag danach direkt arbeiten musste. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche in Kanada, weil ich bin schon früher nach Kanada geflogen und hatte mir auch genauso wie Isabel Ontario angeschaut und hatte sie auch in Toronto getroffen, mehr oder weniger zufällig. Und wir haben dann auch die Niagara-Fälle hatten wir uns angesehen und so weiter. Deswegen war es nicht so schlimm, dass ich ein kleines bisschen früher gehen musste. Dann sag aber auch jetzt vielleicht nochmal sozusagen als Schlusswort, was bleiben wird von dieser Wikimania. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich mein Öko-Projekt weiter vorantreiben konnte und dass das weitergeht und dass ich da die Wikimedia Foundation überzeugen konnte, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren müssen und dass ich da Überzeugungsarbeit auch leisten konnte und nicht nur Versprechen mitnehmen konnte, sondern auch konkrete Erfolge mit nach Hause nehmen konnte. Das bleibt für mich auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall auch bleibt, ist, dass wir ganz viele neue Austauschmöglichkeiten geschaffen haben, dass ganz viele neue Partnerschaften eingegangen wurden. Und das hat auf jeden Fall auch geklappt. Cool.
Dann Sago. Die Sustainability Initiative oder die Nachhaltigkeitsinitiative von GNOME, als ich zum ersten Mal einen Aufkleber bekommen habe, ich habe ihn gleich aufgeklebt auf mein Tablet. GNOME war ganz überrascht, also schien mir jedenfalls, dass jemand das tatsächlich gleich umsetzt. Ich finde das auch eine ganz tolle Initiative von ihm, habe im Programm das aber nicht weiter verfolgt. Abends gab es ja dann diese Closing Ceremony. Vor der Closing Party, die eigentlich nicht weiter erwähnenswert ist, da kamen dann halt eben nur alle zusammen. Und bei dieser Closing Ceremony ist mir nur klar geworden, weil alle so awesome und yeah und bravo. Also die Leute wollen das halt eben so zum Teil. Was du erzählt hast von der Eröffnungsveranstaltung mit Catherine Mayer und Christoph Henna, das scheint wohl auch, so Formate sind halt eben auch Sachen, die Leute gern haben, wo die sich gegenseitig feiern, wo man sich ein bisschen fremd fühlen kann und muss ja auch nicht hingehen oder wo man sich das einfach nur so ein bisschen gutieren kann, dass sozusagen die Performance rings um einen stattfindet. Also, dass da wirklich so ein Geben und Nehmen ist und jede Zahl wird bejubelt, jeder bei jedem Namen springt eine andere Benutzergruppe auf und klatscht frenetisch Beifall. Also, das war schon eine ganz witzige Sache, diese Closing Ceremony dazu erwähnen, auch tatsächlich mit Promo-Videos und allem, was dazugehört, also ziemlich professionell aufgezogen. Die Closing Party, wie gesagt, es waren ein paar schöne Gespräche, die ich da hatte, aber ansonsten ist sie, glaube ich, nicht weiter erwähnenswert. Und die Zahl, die ich notiert habe hier, Jimmy sprach von 900 Teilnehmenden aus 70 Ländern, die in der Wikimania in Montreal dabei waren, und das ist doch, finde ich, eine ganz schön große Zahl. Definitiv, das stimmt, das hatte ich noch gar nicht mitgekriegt, wie viele diesmal dabei waren. Daniel, was wird bleiben von dieser Wikimania? Für mich schon die Sache mit den Emergency-Sachen, denn das hatte ich ein paar Mal schon aufgebracht. Also in Mexiko zum Beispiel hatten wir im Rahmen des Medizin-Meetups eine längere Diskussion dazu und so. Und diesmal habe ich es halt als Einreichung gehabt und dann auch auf dem Medizintag schon. War für mich so das dominante Thema und dadurch, dass ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, habe ich neue Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Ich habe ein paar Leute getroffen, die auch Interesse daran signalisiert hatten. Von Sago wusste ich das noch nicht. Lass uns das bitte mal noch weiter verfolgen. Na klar. Und gäbe es zum Beispiel auch Sachen, die wir in Deutschland machen könnten. Es gibt ja in Deutschland auch Leute, die sich mit Katastrophenschutz befassen, sowohl das, sage ich jetzt mal, konkrete in Hochwasser der Elbe in Dresden, als auch Sachen, die etwas globaler sind, wie halt zum Beispiel Ebola-Epidemie und sowas, gibt es ja Robert-Koch-Institut und so. Das heißt, man kann das durchaus mal auf der Ebene durchdenken. Und da habe ich viel Input gekriegt, den ich noch nicht ganz verdaut habe, aber den ich jetzt zum Beispiel mit im Rucksack und im Kopf habe, während ich jetzt mich mit OpenStreetMap beschäftige für den Rest der Woche. Ja? Und das ist sehr schön. Außerdem muss ich sagen, ich war halt bei der Abschlussveranstaltung dann auch nicht mehr dabei, weil ich dann schon in so einem kleinen Bus saß, der uns von Montreal nach Potsdam, New York gebracht hat, wo wir dann eben noch den Offline-Hackathon drangehangen haben. Und der war halt, da waren 30 Leute Maximum da. Das ist so viel, wie man sonst in einer einzelnen Session hatte auf Wikimania. Und das dann aber eine ganze Woche mit denen zusammen, während man bei der Wikimania in einer Session immer nur für eine halbe Stunde oder so drin war. Das heißt, es war wesentlich intensiver. Und das heißt, ich habe an diese Interaktion letztendlich auch intensivere Erinnerungen, weil ich da wirklich 4 Tage mit den gleichen Leuten zusammen war, während ich auf der Wikimania, selbst die Leute, mit denen ich zusammen Vorträge gemacht habe, die habe ich auch nur für den Vortrag gesehen und sonst nicht oder irgendwie sowas. Es ist einfach sehr viel passiert da. Außerdem ging es mir in der Nacht zwischen den 2 Hackathon-Tagen ziemlich schlecht und da haben mir auch ziemlich viele Leute dann quasi beigestanden. Das war auch eine schöne Erfahrung. Viele Leute, die ich halt noch nie persönlich getroffen habe. Ich musste da zu viel davon erzählen, das war auch nicht so schön, aber sehr viel Hilfe, wenn man sie braucht, war vorhanden. Das war sehr gut zu erfahren. Freut mich zu hören. So, und das Schlusswort kriegt Isabel. Was wird von dieser Wikimania bleiben? Ja, also von dieser Wikimania bleibt auf jeden Fall die interessanten Gespräche mit all den verschiedenen Leuten, die man dort getroffen hat, auf die ich mich auch schon wieder freue, sie demnächst mal wieder zu treffen und die ich auch schon auf vergangenen Konferenzen getroffen habe, aber auch wieder
neue Leute halt. Und es sind auf jeden Fall für mich persönlich einige interessante Projekte, die ich kennengelernt habe, hängen geblieben, die ich mir in für meine Arbeit in Wikipedia mal angucken werde und die mir teilweise meine Arbeit dann erleichtern oder auch einfach interessant zu sehen sind, wie andere es eben machen. Und also die Konferenz, die hat auf vielerlei Ebenen wirklich quasi mich weitergebracht, würde ich jetzt mal so sagen, weil eben die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, mit anderen Leuten wirklich über die Sachen, die einen selber betreffen, ins Gespräch zu kommen, auch mal über den Tellerrand hinaus, hat man eben auf dieser Konferenz sehr gut gehabt. Und das bleibt eindeutig dann bei mir hängen. Ich danke dir. Ich danke euch allen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich selber habe mir schon etliche Anregungen jetzt wieder mitgenommen und ich denke, die Zuhörer auch. Und sag in die Runde tschüss und schönen Abend. Okay, danke. Ciao. Danke für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Sehr gern. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.